Zeuge Felix Mühlig, Polen, Volkswirt, 51 Jahre alt, 84. Verhandlungstag, 31.08.1964. Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową tylko dla sądu, dla ułatwienia przypomnienia sądu. Bitte sehr. Tak jest. Ja. Sie heißen mit Vornamen Felix, wie alt sind Sie? Ile pan ma lat? 52. 52. 51. Jeszcze nie skończyłem, oczywiście. Ja. 52 już idzie. Ja, im 52. Also 51 Jahre alt, sind Sie verheiratet? Schon hatte. Tak jest. Jawohl. Von Beruf? Zawód pan. Ökonomista. Volkswirt. Wohnhaft in? Gliwice. Gdzie pan mieszka? Gliwice. Gleiwitz, sind Sie verwandt oder verschwägert mit einem der Angeklagten? Nein. Yeah. Nein. Herr Mühlig, Sie sind ebenfalls im Konzentrationslager Auschwitz gewesen. Tak jest. Jawohl. Wann sind Sie hingekommen? 14. Czerwca 1940 roku. Am 14. Juni 1940. 14.06.40 und sind geblieben bis? Bis, do 16. października 1944 roku. Bis zum 16. Oktober 1944. Und wo sind Sie verhaftet worden? Gdzie pan został zaresztowany? W Rozwadowie nad Sanem. Rozwadów an San, am San. Distrikt Krakau. Ja. Und warum sind Sie verhaftet worden? Z jakiego powodu? Ponieważ byłem, był jako były oficer wojsk polskich i jako działacz ruchu, jako działacz ruchu oporu. Als ehemaliger polnischer Offizier und da ich in der polnischen Untergrundbewegung tätig gewesen bin. Wie groß war der Transport, mit dem Sie nach Auschwitz gekommen sind? Zdaje mi się, że 758. Tak mi się, 758. Ich glaube, das war 758 Personen, so wie es mir jetzt scheint. Sind Sie mit der Eisenbahn hin transportiert worden? Pociągiem przyjechać? Tak jest. Jawohl. Wo sind Sie ausgeladen worden? Gdzie zostaliście wyładowani? Na bocznicy w Oświęcimiu. Auf dem Nebengleis in Auschwitz. Hat damals eine Selektion stattgefunden von arbeitsfähigen und nicht arbeitsfähigen Menschen? Czy wtedy odbyła się selekcja zdolnych i niezdolnych do pracy? Nein. Wo sind Sie in das Lager hingekommen, in Auschwitz? To był taki tak zwany, to był, jeden blok był ogrodzony tylko wówczas. Damals war nur ein Block umzäunt. Obok tej bocznicy kolejowej. Neben dem Nebengleis, in der Nähe des Nebengleises. To był dawniej jakiś skład wielki żywnościowy czy coś takiego. Das war früher mal ein großes Lebensmittellager gewesen. Und wo sind Sie untergebracht gewesen in diesem Block? I gdzie pan mieszkał w tym razem bloku? Ze wszystkimi na wspólnej sali. Znaczy było to było na pierwszym piętrze bodajże. Tak, na pierwszym, ja mieszkałem na pierwszym piętrze. To była duża sala, gdzie tylko była słoma, tylko pościelona na podłodze. Ich war zusammen mit allen anderen in einem großen Raum. Ich glaube, das war im ersten Stock, ein großer Saal. Und auf dem Boden lag ja Stroh. Nur Stroh. Hingestreut. Und womit wurden Sie beschäftigt? Was mussten Sie arbeiten? Co musieliście robić? Na pierwszy tydzień to myśmy tylko tak zwany sport uprawiali, że kazano nam biegać naokoło bloku, wałować. In der ersten Zeit haben wir lediglich sogenannten Sport getrieben. Also wir mussten so um die Baracke herumlaufen. Entengang, Hände auf Nacken, Rollen. Rollen, Hände auf Nacken. Ja, und die Entengang, Hüpfen. Sport. Ja, das war sogenannter Sport, den ganzen Tag lang. Und arbeiten mussten Sie damals noch nicht? Nein. Damals noch nicht. Und wann mussten Sie arbeiten und wo? Kiedy, od jakiego gdy czasu przyszedł pierwszy się transport, znaczy drugi transport, gdy przyszedł do Oświęcimia 12 czerwca w 40 roku z Wiśnicza, to Wiśnicza. Było, z Wiśnicza, tak, koło Krakowa, to byli przede wszystkim budowniczowie ówczesnego inżynierowie, budowniczowie Tarnowa,
czyli mościce, tak poprzednio się nazywali, to jest ten przemysł chemiczny, to oni, ich przyjechało tam coś ponad 300 z Wiśnicza. I wtedy zostało już w międzyczasie przez grupkę ludzi otoczonych było drutem kolczastym 3 bloki obok Sowy, obok późniejszej komendatury oświęcimskiej. Als der zweite Transport am 20. Juni 1940 ankam, das waren ungefähr 300 Personen aus Wisnitz bei Krakau. Das waren so Baufachleute, Ingenieure und Chemiker. Damals wurden dann 3 Blocks umzäunt in der Nähe des Flusses Sola, in der Nähe der Kommandantur, der Lagerkommandantur. Soll ich weiter? Ja, erzählen? Und wann bekam er Arbeit und wie wurde er beschäftigt? Kiedy pan zaczął pracować? Już mówię. Więc ponieważ każdy z nas, ponieważ ten sport dawał się w stronie w znaki, bo lato, upał był straszny, ludzie mdleli, tak więc każdy starał się gdzieś pod dach do jakiejś pracy rozumnej dostać, do jakiejś rozsądnej pracy się dostać. Da wir mit diesem Sport so sehr beschäftigt waren und das war so wahnsinnig ermüdend und es war doch ein Sommer und sehr starke Hitze, da hat sich jeder von uns bemüht, irgendeine vernünftige Arbeit zu bekommen. Tak. No i wówczas SS-mani zapytali się, kto umie po niemiecku. Und damals haben die SS-Männer gefragt, wer von uns Deutsch kann. Chcę podkreślić, że to były pierwsze 2 transporty z centralnej Polski, gdzie ludzie nie umieli wiele po niemiecku. Ich möchte hier dabei unterstreichen, dass bei diesen 2 Transporten, von denen ich sprach, sich die Polen aus Zentralpolen handelte und die Leute konnten ja kein Deutsch. I więc jak się zapytali SS-mani, kto umie po niemiecku, to myśmy się spodziewali, że dostaniemy jakąś pracę pod dachem, bardzo rozsądną. Als die SS-Männer also uns gefragt haben, wer von uns Deutsch kam, da haben wir gehofft, wir bekommen auf diese Weise eine vernünftigere Arbeit. No, ja się zgłosiłem. Ja znałem język niemiecki tylko z gimnazjum, dobrze znałem gramatykę, ale mi brak było konwersacji, brak mi było słówek. Ja. Ich habe mich dazu gemeldet. Ich konnte ja Deutsch aus dem Gymnasium, ich konnte ja gut Grammatik, die deutsche Grammatik, aber mir fehlte halt die Übung im Sprechen. Ja, brak było, i słówek było brak, prawda? Die Worte fehlten mir. No i poza tym brak mi było osłuchania, bo były różne dialekty, różne akcenty. No ale nie było wtedy lepszych, więc nie wzięto. Ja, und darüber hinaus war es mir sehr schwer beim Verstehen, weil so verschiedene Dialekte waren. Jeder hat anders Deutsch gesprochen. Nun, gut, ich wurde doch angenommen, weil ich ja noch besser als die anderen war. Tak. Und wo kamen Sie hin? Bitte? Und wo kamen Sie hin? I dokąd pan tam no, wtedy, wtedy zostałem, ja, był drugi blok obok tego bloku, gdzie był gdzie my się pierwszy raz byli grupowani. I wówczas ja zostałem obok tego bloku. Sztab, to się tak nazywa, myśmy to nazwali sztabski, bo idę tam, gdzie następny blok. To był jakiś spichrz dawniejszy i tam zostałem, tam był wówczas, był tam SS-man Kirchner, Grabner, no nie mogę sobie przypomnieć, kto tam jeszcze więcej był, ja tam do nich zostałem przydzielony. Ja. Also neben unserem Block, von dem ich ja vorher sprach, war noch ein anderer Block. Wir nannten das Stabsgebäude. Das war ja früher so eine Art Magazin. Da waren SS-Männer, Kirchner, Grabner und noch etliche andere, die ich nicht kenne. Und ich wurde zu ihnen ja zugewiesen. Tak jest. I z tym myśmy mieli za zadanie najpierw spisać wszystkich tych, którzy przybyli z pierwszym transportem, z tym, które ja przybyłem, bo oni nie byli jeszcze w ogóle spisani, z tym drugim transportem. Zostały nam doręczone tak zwane Personalbogen. No i myśmy mieli zadawać pytania po polsku, a wypisywać po niemiecku dane. Zuerst mussten wir die Leute aufnehmen, die mit dem ersten Transport, mit dem ich angekommen bin, und mit dem zweiten Transport nach Auschwitz kamen. Die Leute wurden noch gar nicht aufgenommen. Wir bekamen dann so einen sogenannten Personalbogen und wir mussten die Fragen in Polnisch stellen und das in Deutsch ausfüllen. No i tak myśmy to byli tam zatrudnieni. Oprócz tego oczywiście ja miałem, moim zadaniem było czyścić buty wszystkim SS-manom, czyścić pasy, ubrania było czyścić, no i byłem zatrudniony również jako Läufer, jako ten biegacz. Biegacz, tak.
Also so war unsere Aufgabe. Darüber hinaus musste ich selbst Stiefel putzen für die SS-Männer, ihre Uniform in Ordnung halten und noch musste ich ja als Läufer hinlaufen. Danke. Wo haben Sie gewohnt? Gdzie pan mieszkał? A później, ja mieszkałem w tym czasie, mieszkałem na bloku drugim, bo byłem przeniesiony do tych trzech bloków, które były ogrodzone potem tym drutem kolczastym. Damals habe ich im Block 2 gewohnt. Ich kam dann später in einen anderen Block, von dem ich ja vorher sprach, diese drei andere Blocks, die umzäumt wurden. Tak, tak. No i tam mieszkałem i stamtąd byliśmy doprowadzani do tego tak zwanego Stabsgebäude, gdzie also dort habe ich gewohnt und von dort aus wurden wir dann in das sogenannte Stabsgebäude immer gebracht zur Arbeit. Tak. Haben Sie in dieser Zeit auch den angeklagten Boger kennengelernt? Czy pan wtedy w tym czasie poznał oskarżonego Bogera? Oskarżonego Bogera poznałem, zdaje mi się, że w 1942 roku bodajże poznałem go. Den angeklagten Boger glaube ich, dass ich ihn im Jahre 1942 kennengelernt habe. Und wieso und was hat der Boger getan? Z jakiego powodu i co on wtedy zrobił? Więc wówczas już było stworzone dwa, że tak powiem, oddziały wydziału, jeżeli tak można powiedzieć, działu politycznego, tak. Było tak zwane Aufnahmeabteilung. Damals wurden bereits zwei Abteilungen, wenn ich mich so ausdrücken darf, der politischen Abteilung organisiert. Die Aufnahmeabteilung i to drugi oddział, w którym właśnie ja byłem zatrudniony, gdzie była ta kartoteka cała właśnie. Und die zweite Abteilung, in der eben ich beschäftigt war, wo diese ganzen Karteien waren. Und die Personalakten waren wszystkie tam zgromadzone. Karteien und die Personalakten waren alle dort. Tak. No i tam już był, i tam w 1942 roku bodajże pierwszy raz zetknąłem się z Bogierem. Und dort, glaube ich, so ungefähr 1942 begegnete ich dem Boger. Tak jest. No więc Boger, jawohl. Tak jest. Wieso wussten Sie, dass dieser Mann, der Ihnen da begegnete, Boger war? A skąd pan wiedział, że ten człowiek, którego pan spotkał, że to jest Boger? No bo przecież codziennie się z nim stykałem i nazywali go inni SS-mani, Kirchner, Grabner, wołali na niego Boger. I ja, weil ich doch ihn täglich, mit ihm täglich zusammenkam und die anderen SS-Männer wie Kirchner und Grabner, die nannten ihn Boger. Und wissen Sie, was er für eine Aufgabe hatte? Wie pan, co było jego zadanie? Tak jest. Jego... Tak, ja, tak jest. Jego zadaniem, do jego zadania należało przede wszystkim przesłuchiwanie wszystkich więźniów złapanych na ucieczce. Zu seinen Aufgaben gehörte vor allem das Verhören von Häftlingen, die bei der Flucht ergriffen wurden. Dalej, podejrzanych, że chcą zorganizować ucieczkę. Weiterhin diejenigen, die verdächtigt waren, eine Flucht zu organisieren. Dalej, jeżeli ktoś był podejrzany o to, że coś szmuglował, że pan był na szmuglu. Ferner, also, wenn jemand verdächtigt war, sich am Schmuggel zu betätigen oder der am Schmuggel direkt beim Schmuggeln gefasst wurde. Dalej, tak również ci, przesłuchiwał w tej sprawie, gdy więźniowie byli podejrzani o to, że stykali się i mieli styczność, łączność z cywilistami, z cywilami. Und weiter wurden diejenigen Häftlingen verhört, bei denen man vermutete, dass sie in irgendwelche Berührung mit der Zivilbevölkerung kamen. Zivilarbeiter. Zivilarbeiter. Wo fanden diese Vernehmungen statt? No, gdzie miały miejsce te przesłuchanie? Najpierw to było w tym bloku obok krematorium, znaczy w tym, gdzie było ten obok, no, tam gdzie był Lazaret, tam gdzie był Lazaret, w tym była ta polityka. Zuerst war das in einem Gebäude neben dem Krematorium, dort wo ein Lazaret gewesen ist. Und dann? A potem było to w tym baraku, jeszcze bloku środkowego, między tym, gdzie był blok ten lazaretu, a blokiem komendatury stoi jeszcze jeden blok, tam bloku z początku nie było, był tylko barak. Zwischen dem Lazarett und der Kommandantur, da war vorher kein Block, nur eine Baracke. Z początku nawet i baraku nie było, tylko potem został wystawiony. Am Anfang da war sogar keine Baracke, später wurde dann also eine Baracke gebaut. Tak jest.
Also dort fanden die Verhöre statt. I w końcu w baraku zbudowanym obok krematorium. Und dann danach in der Kommandantur und dann in eine Baracke, die neben dem Krematorium gebaut wurde. I tam było specjalne pomieszczenie, tak zwane Vernehmungszimmer. Dort war auch ein besonderer Raum und das hieß das Vernehmungszimmer. Tak, i tam już bo z początku między pana Bogiera biurkiem a pana Dylewskiego biurkiem był taki zalążek późniejszego tego, tej szaukel, to była taka rura żelazna łącząca te dwa biurka, która była rodzajem właśnie tej, tym narzędziem do przesłuchiwania. Früher, da war zwischen dem Schreibtisch von Herrn Boger und von Herrn Dylewski ein Eisenrohr. Das war so der Ursprung, der Anfang von der sogenannten Boger Schaukel. Das war so ein Instrument zum Verhören. Tak, a później już właściwa ta, ta szaukel, to już była w tym baraku, w tym Vernehmungszimmer, obok baraku, obok krematorium. To już była w und tym pokoju. Und diese richtige Bogerschaukel befand sich in dem Vernehmungszimmer, in der Baracke neben dem Krematorium. Womit waren Sie damals beschäftigt und wer war Ihr Vorgesetzter? Czym się pan wtedy zajmował i kto był pana przełożonym w tym czasie? Więc ja byłem w zasadzie w kartotece. Ja byłem taką Mädchen für alles. Hauptsächlich ja, tak. War ich dort in der bei der Kartei beschäftigt, aber ich war ein Mädchen für alles. Ja, ja miałem taką skrzynkę, gdzie w tej skrzynce miałem tak, narzędzia wszystkie do naprawy maszyn do pisania, wiecznych piór, zegarków. I tak dalej. Drugą skrzynkę miałem, gdzie miałem wszystkie szczotki, pasty, wosk do czyszczenia butów dla SS-manów, no i szczotki do czyszczenia ubrań SS-manów. Dobrze, chwileczkę. Ich hatte damals ein Kästchen und da befanden sich verschiedene Werkzeuge, um die Schreibmaschinen zu reparieren und die, Uhren zu reparieren und auch Füllfederhalter. Und dann hatte ich noch ein anderes Kästchen und dort waren verschiedene Werkzeuge, sondern das Material und die Schuhputzmittel, also verschiedene Bürsten und Schuhputzzeug und auch Bürsten, um die Uniforme sauber zu halten. No, oprócz tego byłem tym gońcem, który, prawda, gdzie biegałem. Ferner war ich doch ein Läufer. Stale biegałem do kartoteki, do Häftlingsschreibstube i sprawdzałem różne nazwiska. Biegałem również do Aufnahmeabteilung, gdzie sprawdzałem te Zugangslisty wszystkie z naszymi kartotekami, powiedzmy. Ich lief also öfters in die Häftlingsschreibstube und verglich auch mit den Listen, mit den Karteien, die dort waren. Ich lief auch in die Aufnahmeabteilung. Erkennungsdienst. Zum Erkennungsdienst. No und auch auf Block 11 auch. Tak samo na Block 11. Ja, auch zum, auf den Block 11. Waren Sie einmal bei einer Vernehmung dabei, die Boger durchgeführt hat? Był pan kiedykolwiek przy badaniu, które przeprowadzał Boger? Bezpośrednio w pokoju wtedy, gdy był gdy kogoś Boger przesłuchiwał, osobiście nie byłem. Unmittelbar im Zimmer, wo Boger eine Vernehmung durchgeführt war, war ich persönlich nie. Tak, gdyż nam było zakazane wchodzić wtedy do pokoju. Es war uns nämlich verboten, da, zu der, während der Zeit ins Zimmer hereinzugehen. W 1942 roku przyszło 60 Żydoweczek do nas, do Wydziału Politycznego. 60. Im Jahre 1942 kamen ca. 60 junge Jüdinnen in unsere Abteilung. Nicht nur junge, nicht nur junge. Nicht nur junge. Nicht nur junge. Jüdinnen, Żydoweczki. Ale ca. 60, bo były matki z córkami. Aha, etwa 60 Jüdinnen. Das waren auch manche Mütter mit Töchtern zusammen. To były tak, to były i Żydoweczki, Żydówki i niemieckie, i polskie, i słowackie, i greckie, i były Holenderki. Das waren deutsche Jüdinnen, polnische, slowakische, griechische Jüdin, auch Holländerinnen. Ja. Wann kamen die rein? 1942. Ja, 1942.
vorgesagt bereits. Wann? 1942. 1942. Ja, und was hat das nun mit Boga zu tun? To miało to, że każdy z tych SS-manów przesłuchujących miał potem swoją sekretarkę. Między innymi miał również i Bogier swoją sekretarkę. A więc ta sekretarka była niejednokrotnie przy przesłuchiwaniu. Tylko ja sobie już nie mogę przypomnieć jej nazwiska, ale... Das hat insofern mit Boga zu tun, dass jeder von den SS-Männern eine Sekretärin erhalten hat. Und Boga hatte auch so eine Sekretärin. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Nie mogę sobie przypomnieć. War denn Boga 42 schon da? Czy on już był wtedy? Arbeiten zugewiesen waren... Und nun möchte ich von Ihnen wissen, was Sie gesehen oder gehört haben von den Vernehmungen, die Boga durchführte. Мені хоче от от що пан слышал чи видел о тим як Бога проводив доходження. Przesłuchanie. Tak. Więc oczywiście, że Boger przesłuchiwał przeprowadzał przesłuchiwania także ja, pomimo, że ja nie byłem obecny bezpośrednio przy przesłuchaniu w tym pokoju, gdzie było przeprowadzone przesłuchanie, jednak ja słyszałem to przesłuchiwanie, gdyż więźniowie przesłuchiwani straszliwie krzyczeli, stękali. No i potem widziałem tych więźniów na zewnątrz w korytarzu wyrzuconych. Chwileczkę. Natürlich, obwohl ich nicht in dem Zimmer, wo Boga seine Vernehmungen durchgeführt hat, anwesend war, habe ich jedoch gehört, weil die, wie die Vernehmung vor sich ging, weil die Häftlinge, die dort vernommen wurden, geschrien haben, gestöhnt haben und später wurden sie dann rausgeworfen. Tak. Wyrzucani? Tak, wyrzucanie na korytarz. Auf den Korridor. Na korytarz. I na przykład przypominam sobie taki jeden wypadek charakterystyczny. Zum Beispiel erinnere ich mich an einen charakterystyczny Vorfall. Tak, to było bodajże już w tym bloku komandantury bodajże. Tak. Es war, glaube ich, schon in dem Block der Kommandantur. Tak. I ja oczywiście, myśmy tam mieli kilka pokoi, politische Abteilung. Wir hatten dort natürlich die politische Abteilung mehrere Zimmer. I ja chodziłem z pokoju do pokoju. Und ich ging von einem Zimmer ins andere. Do akt, do kartoteki, byłem wołany do Kirchnera, byłem wołany do woźnicy, byłem wołany. Zu den Akten, zu die, um die Kartothek zu sehen. Ich wurde auch zu Kirchner gerufen, zu Woźnica gerufen. No i wyszedłem na korytarz. I zobaczyłem pod drzwiami, w którym pokoju, w którym urzędował i Bogier i pan Dylewski. Und ich sah an der Tür in dem des Zimmers, in dem Herr Boger und Herr Dylewski amtierten. Tak, zobaczyłem więźnia leżącego, znaczy w pozycji takiej półleżącej, półklęczącej, gdzie twarz stanowiła jedną miazgę, oczy były zapuchnięte tak, że już w ogóle nic podbiegnięte krwią i w ogóle nic nie było widać. Widziałem, że zęby były zupełnie wybite, dlatego że usta się zaklęsły nawet do środka. Była krwawa miazga. Vor der Tür dieses Zimmers einen Mann halb liegen, halb knien. Sein Gesicht war eine rote Wunde. Die Augen waren vom Schlägen geschwollen. Man sah, dass die Zähne rausgeschlagen wurden, weil der Mund so eingefallen wirkte. Ja. I ten tak, nie otwierając tych ucz, bo zdaje się, że nie mógł ich otworzyć tych ucz, poprosił o tak cichym głosem troszkę wody. Dieser Häftling bat, ohne die Augen zu öffnen, ich glaube, er war nicht in der Lage, sie zu öffnen, so mit leiser Stimme, um etwas Wasser. Tak. Obok tego więźnia stał SS-man, który tego więźnia przyprowadził. Nie znam jego nazwiska. Neben dem Häftling stand ein SS-man, der ihn hingebracht hat. Ich kenne den Namen dieses SS-Mannes nicht. W tym czasie wyszedł również na ten korytarz więzień, sprzątacz, nazwiskiem Kopta. In diesem Moment kam auf den Korridor ein Häftling, der als Putzer dort tätig war. Reiniger. Reiniger, der war, sein Name war Kopta. Ja.
I ten zapytał się tego SS-mana, ja byłem przy tym, zapytał, czy może mu podać wody. Er fragte diesen SS-mann, ich war ja dabei, ob er ihm etwas Wasser reichen dürfte. Ten SS-mann wzruszył tylko ramionami, nic nie odpowiedział, tylko wzruszył ramionami. Ja, der SS-mann, dieser SS-mann antwortete nicht und machte nur so Bewegung mit den Schultern. So, i Kotta poszedł na dół i przyniósł flaszkę wody Apollinaris, otwartą. Kotta ging nach unten und brachte eine angebrochene, also geöffnete Flasche Apollinaris. Tak. Mit. I dał temu więźniowi do napicia się. Und gab diesen Häftling zu trinken. Tak, ten więzień napił się i myśmy odeszli. Za chwilę awantura niesamowita. Kto dał więźniowi wody do napicia się? Er trank und wir gingen davon. Nach einer Weile ein ganz, ganz furchtbarer Krach. Wer hat dem Häftling etwas zu trinken gegeben? Tak. No i pan Dylewski zawołał, znaczy ja byłem napisał wodę. Kirchner mnie zawołał i pytał mi się, czy ja mu dałem wodę. Ja mówię, że ja mu powiedziałem, że nie dałem wody. Wiem, że potem był zawołany przez pana Dylewskiego Kopta i ten był też zapytany i powiedział, tak, ja mu dałem tej wody. Pana coś ty zrobił, pana Dylewski, ten Bogier się wścieka, pana, on cię zabije, jak się dowie, że to ty mu dałeś. Also, Herr Dylewski, nein, zuerst wurde ich von Kirchner geholt und gefragt, ob ich dem Häftling etwas zu trinken gegeben habe. Ich verneinte das. Dann wurde Kopta von Herrn Dylewski gefragt und er bejahte. Und Herr Dylewski sagte dann, was hast du gemacht? Der Burger ist ganz wahnsinnig vor Wut. Er wird dich erschießen. Tak. No, ale Kopta powiedział, no przecież SS-man nic nie powiedział. Ja pytałem się SS-man, a SS-man nic nie powiedział. Kopta erwiderte, ich habe doch den SS-man gefragt. Er hat ja nichts gesagt. Tak. No i byłoby się to było bardzo źle było skończyło dla Kopty, tylko że Kirchner, który korzystał z usług Kopty w różnych sprawach, o których jeżeli sąd będzie uważał za stosowne, to mogę powiedzieć, wybronił Koptę od Bogiera. Es hätte sehr schlecht für Kopta enden können, wenn nicht Kirchner, der sich dieses Häftlings in verschiedenen Angelegenheiten bediente, wenn das Gericht wünscht, kann ich ja auch sagen, in welchen, wenn er ihn nicht herausgepaukt hätte. Ja. Haben Sie einmal gesehen, dass Boger die Menschen so geschlagen hat? Czy pan kiedykolwiek widział, że Boger właśnie w ten sposób bił ludzi? No ja widziałem parę razy, bo tak, no, ja się kręciłem po wszystkich pomieszczeniach. Ja einige Male habe ich ja gesehen. I drzwi były przypadkowo niedomknięte, to ja widziałem. Weil ich ja doch so von Zimmer zu Zimmer, ich war ja doch überall und einmal war die Tür nur angelehnt, nicht zugeschlossen, da habe ich ja gesehen. Widziałem również w baraku, w tym, gdzie był Standesamt, tam gdzie było to Vernehmungszimmer. Ich habe auch in dieser Baracke, wo das Standesamt war, wo das Vernehmungszimmer war, da habe ich auch dort gesehen. Przypadkowo tam wszedłem, no i miałem coś powiedzieć od Kirchnera właśnie Bogierowi. Ich ging zufällig dahin. Ich hatte da etwas von Kirchner dem Burger zu sagen. I ja poszedłem do tego baraku obok krematorium. No. Ich ging also in diese Baracke neben dem Krematorium. I otworzyłem te drzwi do tego Vernehmungszimmer. I akurat nie wtedy Boger z jednej strony stał, a Dylewski się stał z drugiej strony i okładali więźnia, który był zawieszony na tym, na tej szałce. Und gerade stand Boger von einer Seite und Dylewski auf der anderen Seite und sie schlugen auf einen Häftling, der bereits auf dieser sogenannte Boger Schaukel hing. I Boger dann hat krzyknął do mnie, raus, krzyknął parę tak do mnie Boger wówczas nawet. Der Boger, der schrie mich an damals, raus mit dir, so schrie er. No, więc to widziałem kilka razy. Das habe ich einige Male gesehen. Und womit hat er geschlagen? No, oni mieli tak jeden, jak, znaczy tak, tak pan Boger, jako też pan Dylewski, oni mieli w szafie tak zwane bykowce. No, a niezależnie od tego były tam takie... Jak to się nazywało? No, bykowiec, coś nazywał bykowiec. Aha, bykowiec. Myśmy to nazwali bykowcem. Ja, die hatten dort im Schrank beide, sowohl Herr Boger als auch Herr Dylewski, die sogenannten... Ochsenzimmer. Ochsenzimmer. Ja.
No, zresztą często to leżało nawet na biurku, nawet się z tym nie kryli nawet. Das lag auch oft auf dem Schreibtisch. Sie haben ja kein Geheimnis daraus gemacht. Tak. Haben Sie auch einmal erlebt, dass einer dieser misshandelten Gefangenen gestorben ist? Czy pan przeżył kiedykolwiek, żeby któryś z więźniów zmarł po takim biciu? No, to ja tego nie mogę powiedzieć, ale żeby ja widział, że on zmarł, tylko że jak go, bo wiem, że niejednokrotnie przychodzili po tych ludzi, którzy byli wrzuceni na korytarz, że ich zabierano, a następnego dnia, względnie najdalej w dwa dni później, to ja, ponieważ ja się interesowałem tym, to było zrozumiałą rzeczą, bo widziałem przecież numer tego więźnia, to na drugi dzień, a niekiedy na trzeci dzień otrzymywałem tak zwany Totenmeldung z Krankenbau. Ja, ich kann das natürlich nicht sagen, aber ich habe ja gesehen, dass für diese Personen, die dort lagen, und deren Nummer ich ja mich bemerkt hatte, am nächsten Tag oder nach zwei Tagen oder nach drei Tagen die Totenmeldungen gekommen sind. Ja oczywiście wcześniej do przesłuchania musiałem wydać akta i kartotekę Bogierowi. Ich musste doch zur Vernehmung die Akten und die Kartei an Bürger aushändigen. Tak, i później otrzymałem te akta z powrotem i akurat nie Totenmeldung przychodził. Ich bekam dann die Akten wieder zurück und gerade kamen dann die Todesmeldungen. Haben Sie auch den Angeklagten Stark gekannt? Czy pan znał też oskarżonego Starka? Tak jest. Jawohl. Und was hat er getan? A co on robił? No, on był w Aufnahmeabteilung. No i to już chyba ja więcej nie powiem niż powiedzmy ci świadkowie, którzy pracowali w Aufnahmeabteilung. Er war in der Aufnahmeabteilung und ich werde wohl nicht mehr aussagen können als diese Zeugen, die dort in der Aufnahmeabteilung gearbeitet haben. Bo ja nie widziałem tego, weil ich ja nicht gesehen habe, das war in anderem Gebäude. To było przy Blockführerstube. Aufnahmeabteilung było przy Blockführerstube. Die Aufnahmeabteilung war neben der Blockführerstube. Haben Sie etwas davon gehört oder gesehen, dass Stark auch zu Erschießungen gegangen ist? Czy pan coś słyszał o tym, czy widział, że Stark również chodził na rozstrzeliwanie? A tak jest, to tak. A ja, jawohl. Ja, was so denn? Ja. Haben Sie was gesehen? Co pan widział? A więc, ponieważ ja jako ten Läufer często chodziłem do Häftlingsscheibstube, a żeby sprawdzać nazwiska, chodziłem do Erkennungsdienstu, chodziłem na blok 28 do Krankenbau dla sprawdzenia różnych nazwisk. Ja z tego centralnego, że tak powiem, wydziału politycznego chodziłem, więc na wprost powiedzmy 28 bloku przecież jest blok 11, więc ja tam często widziałem SS-manów właśnie z wydziału politycznego idących z karabinkami, z tym małokalibrowymi karabinkami idącymi na blok 11. Ja. To było przypadkowo, ale widziałem. Als Läufer, da ging ich auf die Häftlingsschreibstube und auch zum Erkennungsdienst und auf den Block 28. Ich musste doch sozusagen aus dem Zentralamt, also aus der zentralpolitischen Abteilung da in diese, an diese verschiedenen Stellen gehen. Und zufällig, das war ja Zufall, aber ich sah dann, weil gegenüber dem Block 28 der Block 11 war, wie die SS-Männer und der Herr Stark auch mit den Kleinkalibergewehr, das war sehr häufig, dahin gingen. Tak jest. Ja. Mich wundert, dass Sie das nicht gesagt haben bei Ihrer Vernehmung vor dem Gericht in Gleiwitz. Mnie to dziwi, że pan nie powiedział o tym nic podczas swojego zeznania przed sądem w Gliwicach. Tak, to można się temu dziwić, tylko o co chodzi? Chodzi o to, że ja wtedy byłem przesłuchiwany przez sędziego, który mówił, mam wrażenie, że mu się bardzo spieszyło. Poza tym to był sędzia, który jakoś tak niefortunnie może pytanie zdał, bo ja odniosłem wrażenie, że on się mnie pytał, czy tylko ci SS-mani Wydziału Politycznego, czy oni w stosunku do mnie byli, powiedzmy, czy oni mnie czasem nie bili, czy ja, mnie. Also wissen Sie, während meiner Vernehmung damals von dem Richter in Gleiwitz, da hatte ich den Eindruck, dass der Richter sich sehr, sehr beeilt hat und dass er mir die Fragen gestellt hat, nur in Bezug auf diese Vergehen, die irgendeiner von der politischen Abteilung mir gegenüber getan hat.
Sie haben damals gesagt, es sei allgemein bekannt gewesen, dass Stark an Erschießungen im Block 11 sowie an Selektionen teilgenommen habe. Pan powiedział, że to było ogólnie znane, że Stark brał udział w selekcjach i na podczas rozstrzeliwania na bloku 11. Tak jest. To było ogólnie znane. Tak jest. Jawohl. Ja, und Sie haben es persönlich gesehen, dass er mit einem Gewehr dorthin ging, oder haben Sie auch gesehen, wie er die Erschießungen selbst vornahm? Więc pan widział osobiście, na własne oczy, że on z karabinkiem tam szedł, czy pan widział też, jak on rozstrzeliwał? Nie, jak rozstrzeliwał, to ja tego nie widział, bo ja na bloku 11 nie byłem. Wie er die Erschießungen durchgeführt hat, das habe ich nicht gesehen, weil ich auf dem Block 11 nicht gewesen bin. Ja. Na dziedzińcu bloku 11. Auf dem Hof des Blocks 11. Aber Sie haben ihn hingehen sehen mit dem Gewehr. Aber pan, ale pan widział, jak on szedł tam? Tak jest. Jawohl. Nun, was wissen Sie über Broad zu sagen? Co pan może powiedzieć o Broadzie? No, Broad, tak na tle oczywiście Bogiera, to może mniej był takim, powiedzmy, była bledsza postać. Niemniej jednak we wszystkich selekcjach w Brzezińce, jak również na blok 11, chodził z bronią małokalibrową. Podczas selekcji w Brzezińce chodził z bronią? Podczas selekcji, znaczy gdy transporty przychodziły, do Brzezinki, to również tam wszyscy SS-mani z Wydziału Politycznego chodzili. I pomiędzy nimi również i Broad chodził. Ja. Neben dem Burger war Broad eine etwas blasse Figur, aber als die Selektionen in Birkenau stattfanden, da ging er auch dorthin. Skąd ja to... Dalej? Czy ja mogę mówić dalej? Darf ich noch weiter sprechen? Skąd ja to wiem, że oni chodzili na blok, do Brzezinki na selekcję? Stąd, że zwykle wcześniej Wydział Polityczny był już powiadamiany, że przyjdzie transport Żydów stąd, a stąd, powiedzmy z Darmstadt, oder tam, no, nie pamiętam skąd, powiedzmy, był już tak Angekingin, znaczy był już wcześniej zawiadomiony, że transport przyjdzie. Ja, woher ich weiß, dass Sie zu den Selektionen auf der politischen Abteilung gingen. Wer sind diese? Kogo pana myśli oni? Boger, Dilewski, Broad, Kirchner, Kaufmann, Stark, no... Klausen auch, Broch... Ja. Weil sie die Nachricht, weil die politische Abteilung immer früher bereits eine Benachrichtigung bekam, dass ein Transport aus Darmstadt oder aus irgendwelcher anderen Stadt, ich weiß nicht von wo, ankommen wird. Tak. Więc myśmy to zawiadomienie otrzymali i spodziewaliśmy, że lada dzień przyjdzie ten, że lada chwila przyjdzie ten transport. I rzeczywiście. Wir haben so eine Benachrichtigung bekommen und wir haben dann gewartet von einem Tag zum anderen, dass so ein Transport tatsächlich ankommt. I rzeczywiście nadchodził moment, gdzie wszyscy SS-mani, przede wszystkim Kirchner, dawał mnie kartkę wcześniej, tak zwaną, z napisem Sonderzuteilung. Sonderzuteilung i na tej kartce były napisane nazwiska Bogera, Dilewskiego, Broada, Kaufmana i ja szedłem po tak zwany ten Sonderzuteilung do... Also dann kam so ein Transport und vorher bekam ich denn von Kirchner so ein Schreiben, wo darauf stand Sonderzuteilung und waren die Namen von Boger, Dilewski, Broad, Kaufmann und ich ging mit diesem Schreiben do kantyny SS, to było w tym, gdzie był ten blok szpitalny obok krematorium. Und da ging ich damit in die SS-Kantine, das befand sich im Krankenbaublock, w bloku. Tam gdzie był lazaret, SS lazaret. Dort, wo das SS-Revier war. Zahnstation tam było wo też. Die Zahnstation auch gewesen i tam ist. Była ta kantyna. Ja tam otrzymywałem, gdy oddałem tą karteczkę, otrzymywałem, znaczy na tą karteczkę, otrzymywałem ten Sonderzuteilung. Co to było to Sonderzuteilung? Więc to było tak. Pół litra wódki na czterech.
Chleb biały. Chleb biały. No, kawałek kiełbasy. Papierosy. Also was bekam ich dann? Ich ging denn da mit diesem Schein, wo darauf Sonderzuteilung stand, in diese Kantine. Und was bekam ich dort? Einen halben Liter Schnaps für 4 Personen, Weißbrot, ein Stück Wurst, Zigaretten. Tak. I to ja przynosiłem potem do Wydziału Politycznego. Ich brachte dann diese Sachen in die politische Abteilung. Tak. I to miałem zadanie rozdzielić między tych smaków. Ich hatte dann die Aufgabe. Znaczy, flaszkę to oddawałem, tę wódkę, to oddawałem jednemu z tych. Ich hatte dann als Aufgabe, alle diese Sachen zu verteilen. Also die Schnapsflasche, die gab ich dann einem von den SS-Männern im Ganzen. Tak, Kirschnerowi. Dem Kirschner. Tak. No i zaraz potem ci SS-mani ubierali pasy, rewolwery i zostawał się z nami tylko jeden z głównie dwóch SS-manów, jako, gdy to było w ciągu dnia, oczywiście pracy, to zostało się tylko jeden z głównie dwóch SS-manów się zostawało z nami. Najczęściej zostało się z nami Pichler, a resztę wszystko wychodziło do. Und dann daraufhin nahmen sie dann ihre Koppel und ihre Pistolen und gingen fort. Mit uns blieben dann nur eins, zwei vielleicht SS-Männer, wenn das während der Arbeit am Tage gewesen ist. Am häufigsten blieb mit uns der SS-Mann Pichler. Tak. War es nicht so, dass Sie früher nach Hause geschickt worden sind oder beziehungsweise in Ihre Unterkunft geschickt worden sind, wenn solche Transporte kamen? Czy tak nie było, że was posyłano do domu, to znaczy do tych, tam gdzieście mieszkali, kiedy takie transporty przychodziły? No, gdy to było krótko przed zakończeniem pracy, to nas posyłano do domu wcześniej. Ale gdy to, powiedzmy, było czasem, przypadkowo się trafiło, że transport przyszedł gdzieś przed południem, to myśmy jednak zostawali się. Wenn das zufällig so kam, dass der Transport etwas, sagen wir, kurze Zeit vor dem Dienstschluss angekommen ist, dann schickte man uns auch nach, in unsere Unterkunft. Ja, aber wenn es so vorkam, dass ein Transport vormittags angekommen ist, da blieben wir. Blieben die dabei. Und Sie haben auf diese Art und Weise sowohl für Stark als auch für Broad, Dilewski und auch für Boger diese Zuteilungen empfangen? Ich Więc czy pan w ten sposób otrzymywał ten tak zwany Sonderzuteilung dla Starka, Broada, Dileskiego? Dla Starka nie, bo Stark był w innym bloku. Nein, für Stark aber nicht. Dla pozostałych tak. Weil Stark in einem anderen Block gewesen ist. Für die ja. anderen, ja. Für Boger, Dilewski und Broad? Tak dla jest. Bogera, Dileskiego i Broada. Tak jest. Jawohl. Wissen Sie, ob diese eben genannten auch bei den Selektionen teilgenommen haben, das heißt also, ob sie selbst selektiert haben. Czy pan wie, czy ci wspomnieni właśnie ludzie, czy oni przy selekcjach brali też czynny udział, to znaczy, czy oni sami przeprowadzali selekcje? Wie pan coś o tym? To znaczy tak, ja widzieć nie widziałem, bo oczywiście w Brzezińce ja nie byłem, bo te selekcje odbywały się w Brzezińce. Ja sam osobiście nie byłem tam. Ja, also ich persönlich, das habe ich natürlich nicht gesehen, weil die Selektionen fanden doch in Birkenau statt und ich war ja nicht in Birkenau dabei. Ale wiem z opowiadań innych współwięźniów, że oni wszyscy brali udział. To było, aber, zresztą, to było zresztą tak, wszyscy to wiedzieli o tym. Tak, że to się aber da... auf den Erzählungen der anderen Kameraden, die dort waren, weiß ich, dass sie ja daran teilgenommen waren, das war, teilgenommen haben. Das war übrigens kein Geheimnis, da wusste ja jeder davon. Was war Broad sonst für ein Mann? Cóż był Broad, oprócz tego, ogólnie ta człowiek? Ja odnosiłem wrażenie, no, może ja byłem zasugerowany tym, że w stosunku do mnie on był zupełnie w porządku, ale no, niestety, tak jak ja słyszałem w obozie, to on również brał udział, znaczy nie tylko, ale widziałem głównie z bronią małokalibrową idącego na blok 11, więc... Ja, ich hatte die Meinung, also mir gegenüber war er in Ordnung, aber ich habe gehört und im Übrigen, ich habe ihn ja selbst gesehen, wie er mit dem Gewehr auf den Block 11 ging. Ja. No, Dalek?
No, więc... Und dass er auch bei den Selektionen teilnahm? Dobrze, dzięki, tak samo wychodzi jak wszyscy. Nach Birkenau, da ging er genauso wie die anderen. Wszyscy, zresztą Kirchner bardzo przestrzegał tego, bo Kirchner był niejako takim przełożonym w stosunku do pozostałych, bo to była prawa ręka Grabnera. I on dbał bardzo o to, ażeby żaden z SS-manów nie uchylał się od... Ja, das ist es, sie gingen alle dahin, dorthin, sie mussten, der Kirchner, der so sozusagen die rechte Hand von Grabner war, der passte sehr auf, dass alle SS-Männer dorthin gingen. Ja, Sie haben bezüglich Broad einmal gesagt, doch vermute ich, dass er wegen seiner Funktion ebenfalls an den Selektionen von Gefangenen teilnahm. Pan powiedział w swoim poprzednim zeznaniu, że przypuszczam, że on ze względu na funkcję wykonywaną przez niego brał udział w selekcjach. No bo dlatego właśnie, że widziałem, że wychodził również tak jak inni SS-mani do... No weil ich ja doch gesehen habe, dass er wie alle anderen nach Birkenau ging. A osobiście ja tego nie widziałem. Aber persönlich habe ich ja das nicht gesehen. Keinen habe ich dabei. Haben Sie ihm dann ab und zu die Schuhe putzen müssen? Czy musiał pan jemu czasami czyścić buty? Wszystkim czyściłem buty. Allen habe ich Schuhe geputzt. Ihm auch. Tak jemu jest. Też. Wszystkim od początku do allen von Anfang an. Ja, von Grabner. Ich meine nun besonders, wenn sie von einer solchen Selektion zurückkam. Szczególnie kiedy on przychodził po takiej selekcji. No, tego ja już no, nie mogę powiedzieć, bo ja to było na porządku dziennym, że ja codziennie buty czyściłem. Ja das kann ich ja wirklich jetzt nicht sagen, weil das so an der Tagesordnung war, dass ich Tag für Tag die Schuhe. Ja, Sie haben einmal ausgesagt, ich musste Ihnen, wenn Sie zurückkamen, die Schuhe putzen, weil Sie kotig geworden sind. No, auch ihm. Sie haben aber im Übrigen gesagt, er sei ein Mann gewesen von einer geweichen, von einer weichen Gemütsart. Und Sie hätten auch nicht gehört, dass er die Gefangenen quälte. Pan powiedział też w swoim zeznaniu, że on był człowiekiem o miękkim charakterze, że pan nie słyszał, żeby on kogoś męczył. Może ja się źle wyraziłem, może sędzia to właśnie nie vielleicht habe ich mich hier falsch ausgedrückt oder der Richter mich rzeczywiście w stosunku do mnie, no jak powiedziałem, no, w stosunku do mnie to on robi takie wrażenie, no rzeczywiście miękkiego, no delikatnego, no ja, ja wiem, no. Mir gegenüber, im Verhältnis zu mir, da macht den Eindruck wirklich von so wie so ein no, weicher a ja nie słyszałem pana, żeby... Ja nie słyszałem, żeby on rzeczywiście w stosunku do kogoś z Wydziału Politycznego z więźniów, bo ja przecież tak zrozumiałem sędziego, że może w stosunku do więźniów z Wydziału Politycznego. Ich habe auch nie gehört, so habe ich auch den Richter damals bei der Vernehmung verstanden, ich habe auch nie gehört, dass er einen der Häftlinge in der politischen Abteilung, dass er irgendwie denen was getan hat. To on ja. Bardzo w porządku, bardzo delikatny. On zawsze się zwracał Sie, prawda? No. Sehr fein und er hat auch alle mit Sie angeredet. Ja. Ja, es ist uns nämlich gestern gesagt worden, er sei wie ein Teufel gewesen im Zigeunerlager und sei einer der gefürchtetsten Leute dort gewesen. Nam powiedziano, że on był jak diabeł w tym obozie cygańskim, że był jeden z tych ludzi, których się najbardziej obawiano. No więc to ja słyszałem od innych, ale ja tego sam nie widziałem. Oczywiście inni mówili, że to był no, w cygańskim obozie razem tam z... Kim tam? Aha, tam był am Freitag, Komarnicki, glaube ich. Ja, ich habe ja das gehört, also die anderen haben erzählt, dass er dort im Zigeunerlager zusammen mit einem Mann, ich glaube Komarnicki hieß er. Tak, ale ja potem, to od innych to stale słyszałem, da, że von den anderen, da habe ich ständig gehört, aber ich selbst ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe es nicht gesehen. Ja, nun, Sie haben damals wörtlich gesagt, ich kann Ihnen sogar auch den polnischen Text hier geben, wenn Sie Wert drauf legen. Der SS-Mann Perry Broad war Mitarbeiter der politischen Abteilung und ich habe nicht gehört, dass er die Gefangenen quälte. Erinnere mich an ihn als einen Mann von delikater Statur, sogar weicher Gemütsart. Doch vermute ich, dass er wegen seiner Funktion ebenfalls an den Selektionen von Gefangenen teilnahm. Ja, zrozumiałem, zrozumiałem, zrozumiałem.
Powiedział pan tak. Więc ja powiedziałem tak, ale jak podam, ja to w odniesieniu do nas, do więzienia z Wydziału Politycznego. Ja so habe bo tak, tak ja zrozumiałem pytanie sędziego w Gliwicach. Aber ich habe so gemeint, dass in Bezug 15, auf uns, 408, uns den nein, Häftlingen, die in der politischen 15, Abteilung, bitte schön, verzeihen uns den Häftlingen, die in der politischen Abteilung gearbeitet haben. 15408. So habe ich den vernommenen Richter verstanden, dass es sich um Verhältnis uns, den Häftlingen, die in der politischen Abteilung gearbeitet haben, handelte. Bo ja. Sędzia, czy pana, czy pańskich kolegów, czy on... Der Richter hat mir so eine Frage gestellt. Hat er Sie oder einen von Ihren Kollegen ja irgendwie schlecht behandelt? Ja. Nun, bitte, wie war es mit dem Angeklagten Dylewski? Dessen Name haben Sie uns wiederholt schon genannt. Sie haben auch gesagt, dass er Ihres Erachtens mit zu den Selektionen gegangen ist. Soviel ich weiß, haben Sie ihn auch genannt als einen, der mit dem Gewehr nach Block 11 gegangen ist, ja? Ja. Jawohl. Und was wissen Sie sonst von ihm? Na, Sie... Hat er eben bestätigt? Ja, doch auch. Nun, dann wollen wir ihn noch mal fragen, nicht? Jens... Er hat genickt. Nun, wir wollen ihn dann noch mal fragen. Wie... Ich habe auch... Wie war es, fragen Sie ihn bitte? Czy pan wspominał nazwisko Dylewskiego, czy pan widział Dylewskiego też idącego na blok 11 z karabinkiem w ręku? Tak jest, przecież ja byłem parę lat w Wydziale Politycznym i ja chodziłem stale na ten. Widziałem, jawohl, weil ich doch einige Jahre, ein paar Jahre in der politischen Abteilung gearbeitet habe. Karabinek brali z szafy od Kirchnera. Den Karabiner haben Sie aus dem Schrank von Kirchner genommen. Jeden Karabiner war. Und auch der Dylewski. Ein Karabiner war in der Blockführerstube. Ja. Und jeden war im Schaf hier. Und der zweite war im Schrank bei Kirchner. Und haben Sie gesehen, dass Dylewski mit diesem Karabiner zu Block 11 gegangen ist? Ich habe ein Video, żeby Dylewski szedł z tym karabinkiem do na Block 11. Ja go widziałem, gdy byłem, jak szedłem do Blockführerstube, Häftlingsstube, jak szedłem, to byłem już w obozie, jak Dylewski szedł do obozu, więc w kierunku skręcał w kierunku bloku 11. Ich habe ihn gesehen, als ich zu, auf die Häftlingsschreibstube, also im Lager schon ging. Und ich sah ihn, wie er so nach, in der Richtung des Blocks 11 abbog. Abbog. Und hatte er da einen Karabiner dabei? Im Jahrlohnschiff. Tak jest, tak jest. Jawohl, jawohl. Ja. Sie haben bei Ihrer richterlichen Vernehmung in Gliwice gesagt, der SS-Mann Dylewski arbeitet in der politischen Abteilung und kannte wahrscheinlich die polnische Sprache. Als in Polen gebürtig. Pan powiedział podczas swojego zeznania, że SS-man Dylewski pracował w dziale politycznym i prawdopodobnie znał język polski tak jako urodzony w Polsce. Tak jest. Während der Verhöre von Gefangenen habe ich Dylewski nicht gesehen. Podczas przesłuchiwania więźniów nie widziałem Dylewskiego. Nie no, widzisz, tu osobiście nie widział, bo ja pana, nam było, że ten wstęp był wzbroniony. No, sehen persönlich konnte ich doch nicht, weil uns ja verboten war, während der Vernehmung reinzugehen. Wszedłem, kann ich? Darf. Darf ich? Darf er weiter? Bitte. Więc wtedy, jak wszedłem, parę razy, jak tak drzwi były uchylone, to tam widziałem, no, jak wszedłem wtedy, jak obok, w tym Standesamt barakę, jak wszedłem, tam było to specjalne Vernehmungszimmer i gdy tam wszedłem, wtedy, co, jak mówiłem, co Bogiera widziałem, również był tam, również w tej Vernehmungszimmer był również Dylewski. Ja, nun gesehen, ich war ja noch nicht dabei, aber als ich so ein paar Mal die Tür nicht angelehnt war und nur angelehnt war und dann noch in diesem Fall, als ich in der Standesamtsbaracke gewesen bin, wo ich ja erzählt habe, dass ich etwas dem Bürger mitteilen sollte, da habe ich den Dylewski auch dabei gesehen. Ja, da geht. Weil sie bei ihrer richterlichen Vernehmung gesagt hat, haben sowohl die, während der Verhöre von Gefangenen habe ich Dylewski nicht gesehen. Bo pan powiedział podczas swojego zeznania przed sędzią w Gliwicach,
podczas przesłuchiwań Dylewskiego nie widziałem. Proszę pani, proszę Wysokiego Sądu. Ja byłem w ogóle nieprzygotowany na przesłuchanie. To było tak, ja nie wiedziałem, po co ja idę do sędziego. To było tak szybko, a sędzia się spieszył szybko. Tak zadawał pytania, że ja potem podpisywałem pytania, ale w ogóle nie wiedziałem, co podpisałem. Nawet. Ich bitte Sie, ich war ja dorthin, als ich dorthin ging zur Vernehmung, da wusste ich ja gar nicht, dass es sich um eine Vernehmung handelt. Ich war gar nicht vorbereitet und der Richter, der machte das alles so schnell. Ja nie mogłem sobie prędko takie rzeczy przypomnieć. Ich konnte nicht so schnell mich an alles erinnern. Das sind doch solche Sachen. Sie haben ja dann weiter gesagt, sowohl Dylewski als auch Perry Broad sind mir nicht als grausame Menschen oder Sadisten in Erinnerung. Pan też powiedział podczas swojego zeznania, że Perry Broad i Dylewski w moich wspomnieniach nie przedstawiają mi się jako okrutni. Tak jest, w porównaniu z Bogerem to byli mniej okrutni. Takie ja, było, im Vergleich mit Boger waren sie weniger grausam. Ja. Und was wissen Sie von Bednarek? Bednareka to ja tak znałem z zewnątrz, prawda. Wiedziałem, że to był tak z opowiadań kolegów, że to był krwawy, blokowy, prawda, ale ja go osobiście u niego nie byłem na bloku, ja o nim to osobiście przeżyć, ja nic nie powiem. Persönlich hatte ich keine Erlebnisse mit Bednarek. Ich weiß nur, ich habe von den anderen gehört, dass er als rote Blockälteste bekannt war, blutige Blockälteste bekannt tak war. Jest. Aber Einzelheiten wissen Sie nicht. Alle Szczegółów pan na ten temat? Nie zna, nein. Nun sagen Sie bitte noch, wissen Sie etwas von der Evakuierung der jüdischen Bevölkerung von Bensburg und Sosnowitz? Wie pan coś zna pan coś na temat ewakuacji Żydów? Zdaje mnie się, że to było latem 1943 roku. Dokładnie sobie nie przypominam. Ich glaube, es war im Sommer 1943. So genau kann ich das datum tak, nicht angeben. To było gdzieś, ja wiem, tuż przed, ja wiem, mogło być gdzieś koło godziny, mogło być gdzieś koło południa. Das war so ungefähr um die Mittagszeit. Das könnte so um die Mittagszeit sein. Wszyscy SS-mani z Wydziału Politycznego, pomiędzy nimi Boger, pan Dylewski, pan Broad, ubrali hełmy, rewolwery zabrali i wyszli z Wydziału Politycznego. Z nami się został tylko SS-man Pichler. Also alle SS-Männer wie Boger und die Herren Dylewski und Broad, sie nahmen ihre Helme und ihre Pistolen mit und gingen fort. Mit uns blieb nur ein SS-Mann, dieser Pichler. I on ten Pichler mówi tak, on był, myśmy wszyscy Pichlera, bo to muszę naświetlić postać Pichlera, bo to jest jednak w tym wypadku ważne, że... Dabei, jetzt möchte ich ein bisschen die Gestalt des Pichlers skizzieren, weil das in diesem Fall von Bedeutung ist. Wie war der Pichler? Pichler był przez pozostałych SS-manów z Wydziału Politycznego uważany za takiego popychadło, że półgłówek czy coś w tym rodzaju, i zresztą nie tylko przez SS-manów, ale również i przez niektórych więźniów również. Dieser SS-Mann Pichler, er wurde von den anderen SS-Männern so ungefähr wie ein Halbidiot, wie so ein wie nichts behandelt. Und nicht nur von den SS-Männern, sondern auch von manchen Häftlingen. Tak, i on najczęściej z nami się pozostawał, gdy inni SS-mani wychodzili z Wydziału Politycznego. Und er blieb auch am häufigsten mit uns, wenn die anderen SS-Männer aus der politischen Abteilung fortgingen. I on wtedy powiedział wtedy tak, jak ci SS-mani wyszli, ubrali hełmy, rewolwery wzięli, pada tak, Milek, wissen Sie was, wie pan co? Das ist eine Scheißerei. Wszyscy są pojechali do Będzina zlikwidować getto żydowskie. Ja, er hat dann, als die anderen SS-Männer ihre Helme und ihre Pistolen mitnahmen und gingen, der hat zu mir dann gesagt, Milek, das ist eine Schweinerei oder Scheißerei, die sind nach Benzin gefahren, um dort die Juden zu liquidieren. Tak jest.
No i myśmy poszli do i potem po skończeniu pracy myśmy poszli do odprowadził nas do obozu. Przyszedł wieczór, myśmy się pokładli spać. Nach der Arbeit hat uns ins Lager gebracht. Es wurde Abend, wir gingen schlafen. Tak, i gdzieś, ja wiem, no, mogła być godzina 10, w pół do 10, nie wiem, w Hanoi było już ciemno zupełnie. Da, es war ungefähr 10 Uhr, vielleicht halb 11. Ich weiß nur, dass es ganz dunkel war. Tak, wpada ten Blockführer, nie Block, tylko Blockaltester, i woła politische Abteilung antreten. Da kam ins Zimmer der Blockälteste gestürzt und rief, politische Abteilung eintreten. Antreten. An das Tor antreten. Aha, an das Tor antreten. No i myśmy się przestraszyli okropnie, bo myśmy się okropnie obawiali, oczywiście wszyscy więźniowie z Wydziału Politycznego, którzy byli zatrudnieni, myśmy w pewnym czasie przyszli do przekonania, że dla nas wyjścia z obozu nie będzie, że my są wszyscy geheimnisträger. Wir waren alle sehr erschrocken, weil wir, die Häftlinge der politischen Abteilung, wir sind der Meinung gewesen, dass für uns keinen Weg aus dem Lager mehr gibt, weil wir die Geheimnisträger waren und dass wir vernichtet werden. Tak. I myśmy myśleli, że to już dla nas przyszedł ostatnia godzina. Wir haben gedacht, das ist unsere letzte Stunde gekommen. I myśmy czym prędzej biegiem, no pomimo wszystko, czym prędzej biegiem na tą, na bramę poszliśmy. No na bramie paliło się światło. Wir liefen trotzdem mal schnell zum Tor, dort brannte das Licht. A na bramie stał wtedy, przypominam sobie to przypadkowo dobrze, stał Kaduk. Und ich erinnere mich zufällig ganz gut daran, dass am Tor Kaduk stand. Tak. A tam stał również jeden SS-man z Wydziału Politycznego, ja sobie go nie przypominam jego nazwiska, taki grubszy, z lekkim brzuszkiem, tylko nie pamiętam, jak się on nazywał, nie mogę sobie przypomnieć. Es war auch, stand auch dabei ein anderer SS-Mann, ich kann mich jetzt nicht an seinen Namen erinnern. SS-Mann z Wydziału Politycznego. Ein SS-Mann aus der politischen Abteilung, der war so ein bisschen dicklich mit einer Andeutung von Bauch. Tak, bo on był jakiś krótki czas, był w Wydziale Politycznym. Er war nur eine kurze Zeit in der politischen Abteilung. I ten SS-Mann nas odebrał. Dieser SS-Mann nahm uns entgegen. A ten Kaduch nawet się odebrał w ten sposób. Los, szybko, szybko, politische Hunde, czy coś takiego, w tym powiedział. Kaduk sagte dann zu uns, ich glaube so ungefähr, schnell, schnell, politische Hunde. Tak, i nas ten zabrał ten SS-man i prowadzi nas, i prowadził nas w kierunku tego starego krematorium, znaczy starego, tego pierwszego krematorium, które było ogrodzone wysokimi takimi deskami, szczelnie zabite. Deski były wysokie na około 4 do 4,5 metra, zdaje mi się. Und dieser andere SS-Mann führte uns zum alten Krematorium, so hieß es damals. Und um das Krematorium herum ging ein Zaun aus Brettern und die waren sehr hoch. Der Zaun war ungefähr 4 bis 4,5 Meter. Das gibt es schon, tak, und die Bretter waren ganz eng aneinander. Krematorium so, było już wtedy nieczynne właściwie. Das Krematorium war schon damals nicht mehr in Betrieb. Eigentlich. Tak, i nas, i widzę, że nas wprowadza, że nas prowadzi w kierunku krematorium ten SS-Mann. No, no to byliśmy roztrzęsieni jak nieszczęście. Wir sahen, ich sah, dass er, dieser SS-Mann uns an das Krematorium führt und wir waren ganz aufgeregt, alle miteinander. No więc rama otwarto bramy i nas wprowadzono do, na to, na dziedziniec przed krematorium. Das Tor wurde geöffnet und wir wurden auf den Hof vor dem Krematorium geführt. Tam stało auto ciężarowe, przykryte plandeką. Dort stand ein Lastwagen mit einer Plandecke. Świeciło się światło i w krematorium, i lampka była przed krematorium, tak żebyśmy widzieli dobrze. Das Licht brannte sowohl im Krematorium als auch vor dem Krematorium, so dass wir gut sehen konnten. Tak. I tam stali Bogier, Dylewski tam stał, Kirchner, jeszcze bodajże dwóch SS-manów nie przypomnę sobie dokładnie. Dort stand Boger, Dylewski stand dort, Kirchner und die anderen, an die ich mich nicht mehr erinnere. I Kirchner mi dał polecenie, ażebym, znaczy nie tylko mnie, tylko również no. I był Gemski. Gemski. A żeby myśmy wyładowali to auto. Kirchner gab mir, also eigentlich nicht mir, sondern mir und dem
Gimski einen Befehl, dieses Auto auszuladen. Tak jest. No i myśmy zabrali się do wyładowania tego auta. Wir begannen also, dieses Auto auszuladen. Z tego auta wyładowaliśmy kompletne urządzenie gabinetu dentystycznego wówczas. Wir luden daraus eine komplette zahnärztliche Einrichtung. Potem kilkanaście koszy wiklinowych. Einige Körbe, geflochtene Körbe. Tak, i tak, w jednym, znaczy w wielu koszach, to ja już tam nie powiem, ale tak, w koszach były tak, kryształy, były porcelana, były wszelkiego rodzaju rzeczy takie jak teczki skórzane, aparaty fotograficzne, no różne takie. In diesen Körben, ich weiß nicht in wie viel, aber in diesen Körben da waren Kristall und Porzellan und andere Sachen wie Ledertaschen und Fotoapparate und so weiter. A i w jednym koszu, nie pamiętam czy więcej jeszcze, w każdym jednym koszu był wypełniony flaszkami z wódką. Und in einem Korb, ich weiß nicht, vielleicht in anderen, in mehreren, aber in einem Korb weiß ich bestimmt, da war, dieser ein Korb war voll mit Schnapsflaschen. Tak. I Boger kazał otwierać, znaczy otworzył, otwierał każdą flaszkę i z każdej flaszki jednemu i drugiemu dawał po kieliszku wódki nam pić. Und Burger nahm dann die Flaschen und gab uns beiden, mal einem, mal anderen, etwas aus der Flasche zu trinken. Ja, no, myśmy zaczęli pić, ale potem jak mówię do Bogera, że ja się boję, że nas na bramie zaczepią i że nas będziemy mieli jakiś raport karny czy coś takiego, że możemy wpaść do karnej kompanii za to, jak nas na bramie zaczepią, że my są bezofni, nie? Wir tranken so einige Male und dann sagte ich zu Burger, ich habe Angst, wenn wir am Tor, wenn wir das Tor passieren, da wird man merken, dass wir eine Fahne haben und dass wir dann vielleicht in die Strafkompanie deswegen kommen. Ale Burger wtedy odpowiedział, nie martw się o to, ja was zaprowadzę do obozu. Der Burger antwortete darauf, hab keine Angst, ich werde euch ins Lager bringen. Tak, wszystkie rzeczy władowaliśmy do krematorium, które już było nieczynne. Wszystkie rzeczy zostawiliśmy w krematorium, które było już nieczynne. Alle Sachen ließen wir dann im Krematorium, in diesem Krematorium, das nicht mehr im Betrieb war, liegen. I potem nas Boger po jakimś, no wiem, nie wiem, jak to długo trwało, w końcu Boger nas odprowadził do obozu. Nach einer Zeit, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, führte uns Boger zurück ins Lager. Ja, was wissen Sie, was aus den Juden geworden ist von Bensburg und Sosnowitz? Wie pan coś stało z tymi ludźmi z Bensburga? No, wiem, że byli rozstrzeliwani, gdyż, o ile ja sobie dobrze przypominam, wówczas z tymi SS-manami pojechało również dwóch więźniów. Sie wurden ja erschossen. Soweit ich mich erinnere, da sind mit den SS-Männern auch zwei Häftlinge. Ja nie mogę sobie przypomnieć ich nazwisk. Ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern. Jeden z nich bodajże był zatrudniony w Unterkunstkammer i ja tam chodziłem często do Unterkunstkammer i od niego ja słyszałem, że powiada, ale już mi się rozwalili. Znaczy nie dziś, tylko powiedziałem, 2-3 dni temu rozwaliliśmy te wszystkie Żydów. Chwalił się tym jeszcze. Da waren noch zwei Häftlinge mit. Einer von ihnen, ich kann mich an die Namen nicht erinnern, einer von ihnen war in der Unterkunftskammer tätig und als ich ja dann ein paar Tage später in die Unterkunftskammer ging, da prallte er noch zu mir. Er sagte, ah, wir haben dann vor einigen Tagen mal die Juden hochgehen lassen. Tak, on nawet mówił, prawda, że to z Wydziałem Politycznym byłem, prawda, on to miał jako zaszczyt, prawda, miał, że to... Er hat das so als Ehre empfunden. Er sagte, wir sind da mit der politischen Abteilung gewesen. Nie wiem, czy ja mogę mówić. Ja. Sie hatten allerdings seinerzeit ausgesagt, ein Großteil der Juden wurde sofort bei der Ankunft in Birkenau vergaß. Pan w swoim zeznaniu powiedział, że większa część tych Żydów została natychmiast po przybyciu do Brzezinki zagazowana. Wie chodzi o Benzin? Von Bensburg und Sosnowitz. Chodzi o Bensburg i Sosnowitz. To był nie jeden transport, może to chodziło o inne transporty. Das war doch nicht ein einziger Transport, vielleicht handelte sich um anderen Transport.
Sie haben, ich weiß ja, kann ja nur vorlesen, was Sie seinerzeit gesagt haben. Etwa 1943 wurde die jüdische Bevölkerung von Bensburg und Sosnowitz nach Birkenau transportiert. Diese Verschickung haben SS-Männer der politischen Abteilung durchgeführt. Pan rozumie, dobra. W 43 roku została przeprowadzona likwidacja Wensburga i Sosnowca, która przeprowadzona była przez członków Wydziału Politycznego. No tak, no była prowadzona akcja. No das war doch. So ja, eine Aktion wurde durchgeführt. Sie haben uns jetzt nur erzählt. Diese SS-Leute wären hingefahren und der Mann, der sie bewacht hätte, habe gesagt, das ist eine Schweinerei, die fahren nach Wensburg, um dort die Juden zu erschießen. Ja. Sie haben dann gesagt, einige Tage später, hätte Ihnen in der Unterkunftsabteilung ein Häftling gesagt, vor ein paar Tagen haben wir dort die Juden erschossen. Ja. Dann haben Sie gesagt, als wir nachts herausgerufen wurden, mussten wir einen Lastwagen abräumen, ja, der mit verschiedenem Gut bestückt war. Ja. Hier aber sagen Sie, diese Juden seien transportiert worden nach Birkenau. В своем зазнанию поведал пан тих жидов отвезено до Бжезинки. Und haben weiterhin gesagt, diese Verschickung haben SS-Männer der politischen Abteilung durchgeführt. И пан поведал, что то отвезение жидов до Бжезинки было сопровождено через членов отдела политического. Und dann haben Sie gesagt, sicher waren dabei Grabner, Kirchner, Boger, Marco. Marco war auch da. Ein Großteil der Juden wurde sofort bei der Ankunft in Birkenau vergast, wenn sie vorher in Bensburg oder in Sosnowitz erschossen worden sind, konnten sie nicht nachträglich in Birkenau vergast werden. Ja, na klar. Na jasne. Nie, no. Proszę Panią, więc tak, proszę Wysokiego Sądu, więc oni pojechali na akcję eksterminacyjną, to się tak nazywało, akcja eksterminacyjna, tak jak ten zresztą powiedział Pichler, ale oni część tam na miejscu wykończyli, a część przywieźli. Ja, nun, ich bitte das Hohe Gericht, Sie sind ja dahin gefahren, wie der Pichler gesagt hat, und ein Teil haben Sie dort erschossen und ein Teil haben Sie ja nach Birkenau gebracht. Wieso wissen Sie das? Skąd pan to jest wiadomo? No bo oni się z więźniowie już opowiadali, tutaj wszyscy ci, którzy byli, no... Die Häftlinge haben doch erzählt, die ja dort dabei gewesen sind. Ja, sie haben uns bisher nur gesagt, die Häftlinge hätten erzählt, sie hätten sie dort erschossen. Pan dotychczas nam mówił, że więźniowie opowiadali, że tam zostali na miejscu rozstrzelani. Ale no, no, może my się źle rozumiemy. Tam było część rozstrzelanych, a część było przywiezionych. Może wir ja, no, ja nie verstehen nie uns vielleicht falsch. Ein Teil wurde erschossen, und ein Teil wurde ja gebracht. Ja, also Sie haben damals jedenfalls behauptet, die seien vergast worden. Ein Großteil wurde sofort bei der Ankunft in Birkenau vergast. Das heißt also, die anderen nicht sofort bei der Ankunft, aber immerhin mussten sie erst mal nach Birkenau geschaffen werden. Pan powiedział w swoim zeznaniu, że większa część tych ludzi została natychmiast po przybyciu do Brzezinki zagazowana. Znaczy nie wszyscy, część pozostała. Proszę. Dann schildern Sie anschließend, wie das Gepäck bzw. diese Wertgegenstände nach Auschwitz transportiert worden seien, wie sie ausmarschieren mussten, wie sie die Lastwagen abladen mussten und da, wo die Sachen dann hingekommen sind. Aber dass die Leute dort erschossen worden sind, das haben sie damals nicht gewusst. I później pan opisał dokładnie, jak tam było w nocy, kiedy was wywołali, jak wy odbywaliście rzeczy i tak dalej, wszystko dokładnie, tylko wówczas pan nie powiedział, że ci ludzie zostali rozstrzelani na miejscu. No może ja to pominę. To przecież to jest, no trudno mi mówić tym, ale przecież to jest tyle lat, że człowiek może akurat nie coś pominąć, przecież to jest natłok wrażeń w takich, i zresztą tych wrażeń było codziennie tak dużo, że człowiek może coś pominąć. Ja, ich bitte Sie, bei den Aussagen, da kann man doch etwas auslassen, das sind so viele Eindrücke, die dabei gewesen sind. Das ist ja sehr möglich, dass man eben eins proszę oder andere sądu beim Schildern auslässt. Ja straciłem przecież w obozie dwóch braci rodzonych, dwóch braci żony, no to
to jest takie, tak dużo tych wrażeń i bolesnych, i kolegów, i moich profesorów gimnazjalnych, i moich nauczycieli. Ich bitte Sie, ich habe doch im Lager zwei Brüder verloren. Ich habe zwei Brüder, meine Frau verloren und so viele Freunde verloren. Das sind so viele furchtbare Eindrücke. So, ich habe dort auch meine Lehrer, meine Gymnasiallehrer verloren. Das ist so eine Menge von schmerzvollen Eindrücken. Ich will ja keinen Vorhalt machen, aber ich Erzieher dort verloren. Ich muss Sie doch darauf aufmerksam machen, dass Sie bei Ihrer Vernehmung bzw. bei Ihrem Bericht, anscheinend ist er an das Auschwitz-Komitee gegangen, eine andere Darstellung gegeben haben, wie Sie sie heute geben. To wszystko dobrze, proszę pana, nie robię panu z tego zarzutu, ale chcę zwrócić pana uwagę, że w swoim czasie, kiedy pan podawał swoje zeznanie, które poszło potem do Komitetu Oświęcimskiego, pan w innej formie opisywał to. Być może, że no, mnie jest trudno, powiedzmy, niejednokrotnie sam sposób zadawania pytań może spowodować inną odpowiedź. Ja, das ist durchaus möglich, aber sehr häufig die Art, wie man die Fragen stellt, eine bestimmte Schilderung hervorrief. Kannten Sie auch Oswald Kaduk? Jawohl. Was war der und was wissen Sie von ihm? So, to był no, za człowiek, co pan o nim to był najpierw SS-man z Blockführerstube, który sprawował najpierw funkcję zwykłego SS-mana, jednego z Blockführerstube, który odprowadzał i przeprowadzał poszczególne komanda z pracy, a potem został Rapportführerem. Das war zuerst mal ein einfacher SS-Mann aus der Blockführerstube, der als Aufgabe hatte, hin und her, also jemanden ab- oder zuzuführen auf die Blockführerstube. Und später wurde er Rapportführer. Ja, und wissen Sie, ob er sich auch an diesen Erschießungen in Block 11 beteiligt hat? Czy wie pan, czy on też brał udział na przerozstrzeliwaniach na Bloku 11? Ja wiem, oczywiście to było, no on był tak ogólnie znany w obozie, no, że on był takim wyrafinowanym, lubował się w śmierci ludzi. On urządzał specjalne pokazy, niejako, jeżeli tak można powiedzieć, zadawania śmierci ludziom. No i oczywiście on był jednym z tych, którzy najczęściej brali udział, oczywiście ja to mówię na podstawie relacji ówczesnej z współwięźniów z obozu, że on najczęściej brał udział w rozstrzeliwaniach na bloku 11. Ja, ich weiß, er war so ein raffinierter Mensch und er liebte so sehr mit einem lächelnden Gesicht die Menschen zu töten. Er hat ja geradezu eine Schau gegeben, wie man einen Menschen tötet. Ich weiß es natürlich von Erzählungen von den anderen, dass er am häufigsten an den Erschießungen auf dem Block 11 teilgenommen hat. I tą wiadomość oczywiście wiem nie z dzisiaj, tylko właśnie wtedy, gdy jeszcze w obozie byłem. Dieses weiß ich nicht von heute, aber aus der Zeit im Lager. Ja muszę podkreślić, że ja byłem raczej ogólnie znany w obozie, bo ja jako z Wydziału Politycznego, jako biegałem często do różnych komand pracy również, bez posta. I ja kontaktowałem się z różnymi komandami pracy. Ich muss ja betonen, dass ich als Läufer von einem Arbeitskommando zum anderen häufig ging, ohne den Post. Und ich war ja sehr bekannt im Lager und hatte viele Verbindungen. Ja, und haben Sie auch gesehen, dass Kaduk zu dem Block ging? Czy pan widział, jak Kaduk szedł na Block? No, w tej chwili to mnie jest trudno powiedzieć, bo w ostatecznie on był... In dem Anblick ist mir schwer, das zu sagen. Ja. No, ja nie mogę powiedzieć, że akurat jego widziałem, bo... Ich kann nicht sagen, dass ich ihn gerade gesehen habe. Aber bei dem Richter in Gleiwitz haben Sie gesagt... Oftmals sah ich, wie er mit einem kleinen Kaliber Gewehr zum Block 11, in Klammer Todesblock, ging, wo die Erschießungen stattfanden. Ale w swoim zeznaniu przed sędzią w Gliwicach powiedział pan, że często widziałem go, jak szedł z karabinkiem do bloku 11, do tak zwanego bloku śmierci. Jak powiadam, to mogło być powodowane tym, że Kaduk, który był tym uosobieniem zadawania śmierci, mnie tu może pod tym wpływem i tak powiedział, no ja w tej chwili no też nie mogę powiedzieć, być może, że go i widziałem, no ja no w tej chwili, ponieważ ja też parę lat upłynęło. Das erfolgte, weil Kaduk wirklich der
eine Verkörperung von dem, desjenigen gewesen ist, der eben tötete. Und vielleicht dadurch habe ich damalige Zeit damals gesagt, also heute kann ich auch nicht sagen, dass es nicht so gewesen, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber ich kann nicht so bestimmt jetzt behaupten. Es sind ja wieder ein paar Jahre vergangen von meiner Vernehmung. Wissen Sie, ob Karuk an Selektion in Birkenau teilgenommen hat? Czy panu jest wiadomym coś o udziale Kaduka w selekcjach w Brzezince? Więc oczywiście z opowiadania innych kolegów, że również i Kaduk tam specjalnie się wyżywał znowu. Aus den Erzählungen von anderen Kameraden weiß ich, dass Kaduk wiederum dort so besonders sich aufgelebt hat, ausgetobt hat. Ja. Sind noch von Seiten des Gerichts Fragen, bitte schön. Herr Müllig, haben Sie im Lager jemals davon gehört, dass der jetzt hier Angeklagte Stark an anderen Tötungshandlungen beteiligt gewesen sei, als an solchen, die im Block 11 vorgekommen sind? Czy swego czasu w obozie słyszał pan cośkolwiek o tym, żeby Stark brał udział w innych wypadkach mordowania, aniżeli tych, które miały miejsce na bloku 11, poza zabójstwami na bloku 11? No, ja sobie w tej chwili nie mogę przypomnieć. Już w tej chwili nie mogę tego przypomnieć. Ja in diesem Augenblick kann ich mich daran nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichts, von Seiten der Staatsanwaltschaft? Herr Müllig, mich interessiert Näheres zu erfahren. Wie hat die Nachricht von ankommenden Transporten die politische Abteilung erreicht? Wie wurde die übermittelt? W jaki sposób przychodziła wiadomość o przybyciu transportu do Wydziału Politycznego? Jak to się odbywało? No więc przychodziła wiadomość, no ja już trudno mi powiedzieć, skąd to przychodziła wiadomość. Zdaje mi się, że to było SS Wirtschaftsverwaltungsamt, czy coś takiego. Ona przychodziła, że an dem und dem Tage trifft der Judentransport aus Theresienstadt oder sowas. In diesem Augenblick ist es mir schwer zu sagen, woher so eine Nachricht gekommen ist. Ich glaube, das war SS Wirtschaftsverwaltung. Ja. Fernschreiben, Anruf, Telegramm. Czy to było, proszę pana, w jakiej formie przychodziło to, w formie telegramu, czy to było przez telekopis? Jako Schnellbrief, zdaje mi się, przychodziło, ale ja sobie przypominam. Nie wiem, jako Schnellbrief, krótko, bo na zatem, że tyle i tyle Żydów przychodzi. Ich glaube jetzt, dass es ein Eilbrief ist. Ja to widziałem. Ich habe das gesehen, aber wie? War dieses Schriftstück rot umrandet? Czy to było, proszę pana, w czerwonej ramce, czerwonym... Schnellbriefe z czerwoną obwódką to były najczęściej o rozstrzeliwaniu więźniów. Solche Schnellbriefe oder Eilbriefe da waren mit roten Umrandung, das waren wegen der Erschießungen gekommen. No i być może, że tutaj też, no ja sobie nie mogę przypomnieć. Es ist möglich, dass auch in diesem Fall so war, aber ich kann mich nicht entsinnen, ob das rot umrandet war oder nicht. Schön. Wer hat diese Meldung entgegengenommen? Kto przyjmował tą wiadomość? No to przychodziło do Kirchnera. Das kam beim Kirchner an. I potem myśmy to przekazywali do Aufnahmeabteilung. Wir schickten dann an die Aufnahmeabteilung weiter. Tak, do, no tam był to również... No, tam Herr Müllig, was heißt weitergeschickt? Haben Sie als Läufer rübergebracht? Oder co ist angerufen znaczy przekazywaliśmy dalej? Czy pan przekazywał? No tak, przekazywało się, ja często biegałem nawet... No ja so wurde weitergeleitet. Ich oft lief ja auch dorthin. Czyli nie przychodził ktoś z Aufnahmeabteilung? Beziehungsweise kam jemand aus der Aufnahme... Von der Aufnahmeabteilung. A to było najpierw zawiadomienie tylko o ilości. Zuerst mal war das eine Benachrichtigung lediglich über die Zahl. A Zugangslista, znaczy ta transportlista, to przychodziła, to wiem, że ona się znajdowała, w ogóle była zgrupowana w Aufnahmeabteilung. Aber das war nur die Benachrichtigung über die Zahl. Und die Transportlisten, ich weiß, dass sie in der Aufnahmeabteilung dann gesammelt wurden. Ja, das war ja erst später dann, wenn der Transport da war. Nein, mich interessiert nur, wie kam die Nachricht zur politischen Abteilung? Müllig, habe ich Sie recht verstanden? Sie waren in der Hauptsache Herrn, dem SS-Mann Kirchner zugeteilt?
Czy ja pana dobrze zrozumiałam, że pan zasadniczo w pierwszym rzędzie był przydzielony do Kirchnera? To znaczy dlatego, że w początku wydział polityczny składał się z Grebnera, z Kirchnera, jednego jeszcze Czesmana i to było całe Ja, das war ja doch so, weil am Anfang die politische Abteilung nur aus Grabner, Kirchner und noch einem Czesman bestand. I w ogóle nie wiedziałem, że to jest polityczna Abteilung, że to się nazywa polityczna Abteilung. Ich wusste überhaupt nicht, dass es politische Abteilung hieß. Z początku. Am Anfang. Mich interessiert insbesondere auch die spätere Zeit, nicht 1940, sondern 42, 43, ob Sie da eine Hauptsache mit Kirchner zu tun hatten. Mnie interesuje późniejszy czas, proszę pana, 42, 43 rok, czy pan zasadniczo był przydzielony Kirchnerowi? Właściwie Kirchner to był taki, prowadził sekretariat całego wydziału politycznego. Ja, wissen Sie, das war so, weil Kirchner eigentlich das Sekretariat der politischen Abteilung geführt hat. Tak. No i on mnie najczęściej na posyłki używał. Und benutzte mich am häufigsten eben für solche Laufdienste. No i ale ja byłem w kartotece, bo to była olbrzymia kartoteka. Aber ich war bei der in der Kartothek. Das war so eine große Kartothek dort. I kartoteka, ach, to była, prawda? Gut, danke schön, ich wollte es nicht. Herr Reichsmann, keine. Bitte schön. Herr Zeuge, Sie haben sich, als nach der Ankunft danach gefragt wurde, wer Deutsch kann, damals gemeldet. Więc proszę świadka, wtedy, kiedy pan przybył do obozu, zgłosił się pan, kiedy pytano ludzi, o ludzi mówiących po niemiecku. Tak. Verstehen Sie Deutsch ganz gut? Pan rozumie dosyć dobrze po niemiecku? To znaczy, gdyby było mówione po maleńku, wyraźnie i czysto, bez akcentu, to by może zrozumiał wszystko. Wenn man so langsam und deutlich und so rein Deutsch spricht, dann kann ich wahrscheinlich verstehen. Ja. Wie viele Jahre haben Sie denn Deutsch gelernt auf dem Gymnasium? Sie erwähnten es ja vorhin. Ile lat uczył się pan języka niemieckiego w gimnazjum, pan o tym wspominał? 5 lat. 5 Jahre. Ja. Können Sie deutschen Text gut lesen und verstehen? Czy może pan przeczytać jakiś tekst po niemiecku i zrozumieć go? No, jak coś mogę się, co bym nie zrozumieć, to się ewentualnie mogę domyślić, powiedzmy. Pewnie może nie będą sam Es ist wahrscheinlich, ist es möglich, dass ich einiges davon nicht verstehe, aber ich kann den Gesamtsinn ja. begreifen. Können Sie selbst zum Beispiel einen Bericht in deutscher Sprache fertigen, der also ziemlich fehlerlos ist? Byłby pan w stanie napisać sprawozdanie, powiedzmy, stosunkowo bezblędne w języku niemieckim? No, to mnie się zdaje, że to byłoby chyba raczej trudne do, jednokrotnie do zrozumienia. Ich glaube, dass so ein Bericht manchmal schwer zu verstehen wäre. Wäre, wenn Sie ihn selbst machen. Wenn ich selbst das tue. Nun darf ich Ihnen mal einen Bericht vorlegen. Mogę panu coś pokazać? Ich heiße Felix Mühlig. Ja. Blatt? Blatt 616. 616 und 617. Herr Zeuge, die Unterschrift darunter stammt doch von Ihnen, nicht? Proszę świadka, podpis, który się znajduje przy końcu, to jest pana podpis. Tak, jest mój podpis. Ja, das ist meine Unterschrift. Wer hat das aufgesetzt, wissen Sie das noch? Kto to, proszę pana, zredagował? Pamięta pan, wie pan? Kto to zredagował? Kto to zredagował? Vielleicht darf ich mal fragen erst, wissen Sie, wann Sie unterschrieben haben? Czy pan, ja panu może pomogę, czy pan wie, kiedy pan to podpisał? Etwa nur, Herr Zeuge, ich will Sie nicht irgendwie, wie man so sagt, hier leimen, das will ich keineswegs. Ich möchte nur wissen, ob Sie doch wissen, wann Sie etwa dieses Schriftstück unterschrieben haben. Ja nie chcę pana w jakiś sposób zbijać z pantałyku, tylko kiedy mniej więcej pan... Nie pamiętam, no nie pamiętam. Ich erinnere mich. To mogło być gdzieś, nie wiem, no nie pamiętam, ja tego nie przeczytałem przez chwilę. Würden Sie vielleicht mal kurz lesen, ob Sie sich erinnern, dass Sie das selbst aufgesetzt haben? Może, jeśli pan przeczyta, to może, pan, może sobie pan przypomnieć, czy pan sam to zredagował?
Vielleicht haben Sie, können Sie jetzt schon, dann brauchen wir nicht das Ganze lesen. Erinnern Sie sich, dass Sie das selbst diktiert haben oder hat das jemand anders gemacht? Może pan sobie przypomnieć, czy pan to sam dyktował, czy to ktoś inny napisał? Ja, nie wiem, czy to ktoś inny napisał. Es scheint mir, dass jemand anders. Aber das, also nun darf ich Sie mal fragen. Aber ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja. Dann will ich Sie mal genauer fragen. Wer hat Ihnen das zur Unterschrift vorgelegt? Kto, chcę pana dokładnie zapytać, kto panu przedłożył to do podpisania? Nie pamiętam. Ich erinnere mich nicht mehr. Und wenn ich Ihnen sage, ist es vielleicht Herr Langbein gewesen? Czy to może był pan Langbein? Hat er Sie nicht mal aufgesucht in Polen? Czy on nie odwiedzał pana w Polsce? Mnie nigdy w Polsce nie odwiedzał. Mich hat er niemals in Polen aufgesucht. Sie hat er nicht aufgesucht. Ja nun, Sie müssten sich aber doch dann erinnern, auf welche Weise Ihnen dieses Schriftstück zugegangen ist. Ale ob pan, es Ihnen von irgendjemand vorgelegt worden ist oder pan muss es sobie przecież ob es Ihnen mit der Post zugesendet worden ist. W jaki sposób to pismo trafiło do pana do podpisu? Czy to panu ktoś przyniósł, czy to przyszło do pana po pocztą? No musste, to muss ich wszystko, trzeba przeczytać. Ich hätte denn das alles durchlesen müssen. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube dann, vielleicht, Sie haben ja schon die erste Seite zur Hälfte gelesen, dann lesen wir, das ist ja nicht mehr sehr viel. Überfliegen Sie es doch bitte nochmal. Das ist noch nicht die Hälfte, die ich gelesen habe. Dann ein Drittel. Przyjmuję w każdym razie to, co tu napisane jest. Das habe ich unterschrieben und ich bestätige das heute noch. Ja, aber doch erst dann, wenn Sie es gelesen haben. Być może, że to ktoś ale z dopiero moich... wtedy, kiedy pan przeczyta do końca. Haben Sie, Sie wissen ja, Sie erinnern sich ja nicht mehr, wann Sie es unterschrieben haben. Wissen Sie denn dann noch, was drin steht? Das pan wollen Sie so ungelesen bestätigen? Przecież pan nie pamięta, kiedy pan to podpisał i pan chce tak podtrzymywać to, co pan napisał, nie przeczytając? Nie, no musiał przeczytać. No, jeżeli ja to podpisałem. Aber wenn meine Unterschrift da ist, dann muss ich das. Ja, no, dann liste eben. Herr Rechtsanwalt, ich weiß nicht, ob ich Ihnen sagen soll. Ja, ich weiß nicht. Ein paar Seiten früher. Jawohl, das kommt dann. Ihnen das zur Unterschrift vorgelegt worden ist, wird doch, wie ich wohl annehme, der Inhalt mit Ihnen besprochen worden sein. Oder erinnern Sie sich nicht? Proszę świadka, zanim panu przedłożono to do podpisu, to przypuszczam, że omówiono z panem treść tego pisma. Czy ja się mylę? Nie, mnie nie omówiono, ze mną nie omawiano, gdyż ja sam wedle swojej wówczas najlepszej wiedzy to napisałem po polsku prawdopodobnie i ktoś może, być może u mnie w biurze może mi ktoś to przetłumaczy. Ja nie wiem, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen zuerst mal in Polnisch redagiert habe und das dann irgendjemand für mich übersetzt habe. Mnie się zdaje, to było u mnie w biurze, ktoś mi to przełożył, bo u mnie w biurze jest dużo, na Śląsku jest dużo przecież takich, którzy mają język niemiecki. Ich glaube, dass in meinem Büro, weil da bei mir gibt es in meinem Büro sehr viele Personen, die gut Deutsch können, das ist doch in Schlesien. Ja, nun gut, aber ist der Inhalt mit Ihnen vorher nicht besprochen worden oder ist Ihnen dieses Schriftstück so fertig zugegangen? Ist das Ihnen so fertig zugegangen, das Schriftstück, damit Sie es unterzeichnen sollen? Herr Postel, ich widerspreche dieser Frage. Sie ist beantwortet. Der Zeuge hat gesagt, dass er zuerst in Polnisch eine Erklärung abgegeben hatte und die ist dann übersetzt worden. Infolgedessen ist die Frage eindeutig beantwortet. Ja. Ach, das erstens hat er ja doch gesagt, gar nicht ich nehme gesagt. An. Zweitens einmal will der Herr Rechtsanwalt Dr. Laternza wissen, wie dieses Schriftstück in seine Hände gekommen ist. W jaki sposób trafiło to pismo do pana rąk? Jak to pismo trafiło? Ja go zostawiłem. Ja, wie sollte das in meine Hände gekommen? Ist es durch Post gekommen oder hat es Ihnen jemand gebracht? Entschuldigung, ich beende nur den Satz. Bitte? Ich will nur den Satz beenden, den er gesagt hat. Wie sollte das in meine Hände gelangt haben? Ich habe das doch selbst aufgesetzt. Tak.
в польском языке. Правда, и так, если я себе припомню, я не знаю. То у меня в бюро сейчас дуже и даже... Будет das bei mir im Büro, ich habe viele Menschen, die... Którzy по немецку знаю, и którzy mi to... Die Deutsch können. Я им то показывал нават, если я себе припоминал добре. Soweit ich mich erinnere. Ja, nun, haben Sie aber nicht vorhin gerade gesagt, dass Ihnen das so fertig zugegangen sei? A czy pan przed tym nie powiedział, że to dla pana trafiło już w tej formie? Ja? Nein. Das haben Sie vorhin gesagt und jetzt sagen Sie, Sie haben es wohl in polnischer Sprache vorübert. Sie hätten es in polnischer Sprache hergestellt. Aufgesetzt. Bitte? Aufgesetzt. Aufgesetzt. Ja, Sie haben aber doch vorhin auf meine Frage, die zeitlich etwas früher liegt, Herr Zeuge, als ich Sie fragte, ob es Ihnen so zugegangen sei, haben Sie ja gesagt. Ja, poprzednio pana się zapytałem, to już jakiś czas przedtem, czy to w tej formie trafiło do pana rąk i pan powiedział tak. To jest podchwytliwe pytanie. Mnie się zdaje, że tu chodzi o to, czy to ja sam zestawiłem po polsku przynajmniej to. Więc ja to popisał po przetłumaczeniu. Ich glaube, es geht darum, ob ich das in polnisch aufgesetzt habe. Ich habe das unterschrieben, nachdem das übersetzt wurde. Ich habe das selbst in polnisch aufgesetzt und es wurde dann ins Deutsche übersetzt. Ja. Aber vorhin, als ich Ihnen das vorlegte und Sie fragte, ob Sie sich erinnern, dieses Schriftstück unterzeichnet zu haben, sagten Sie, ich kann mich nicht erinnern, sagten Sie zunächst. Poprzednio, jak pana się zapytałam, czy pan to podpisał, po przetłumaczeniu pan powiedział, że pan sobie nie może przypomnieć. Jak to się... No, jak mi pan pokazał, to ja zobaczyłem, czy mój podpis... Ich bitte Sie, als ich die Unterschrift gesehen habe, habe ich doch gesagt, das ist meine Unterschrift. Ja, das haben Sie sofort gesagt, aber Sie sagten... dass Sie sich nicht mehr erinnerten, das unterschrieben zu haben. Der Sprecher diesen Vorhalt, der ist völlig unrichtig, hat der Zeuge nicht gesagt. Wie konnte ich denn sagen, ja, ich habe das doch noch nicht im Ganzen gesehen? Naja, wir haben ja alle die Fragen und die Antworten gehört. Nun frage ich Sie, Herr Zeuge, noch, war Herr Langenbein bei Ihnen und hat Sie aufgesucht? Jeszcze raz pytam się pana, czy był u pana Langenbein? Czy on pana odwiedzał? Nie odwiedzał mnie, nie był u mnie. Er hat mich niemals aufgesucht, er war nicht bei ja. mir. War jemand anders von dem Czy Komitee bei Ihnen? Czy ktoś inny z komitetu był u pana? Nikogo nie było, ja dostałem przez sąd, przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Warszawy, ja byłem przesłuchiwany. Es war niemand vom Komitee bei mir, ich wurde von dem Justizministerium in Warschau. Główną komisję do badania. Das ist die Hauptkommission zur Untersuchung der hitleristischen Verbrechen in Polen, wurde ich aufgefordert und zu einer gerichtlichen Vernehmung. Ja, ich darf das Gericht gerade in diesem Zusammenhang darauf verweisen, auf Platz 613, wo in diesem Schreiben des Comité International d'Auschwitz an die zentrale Stelle geschrieben wird, soeben von meiner Reise zurückgekommen, finde ich Ihre Briefe so und so vor, für die ich Ihnen herzlich danke. Ich beeile mich, sie zu beantworten und Ihnen schnell zumindest die ersten Ergebnisse meiner Reise zu übermitteln. Ich übersende Ihnen eine Reihe von Aussagen und hoffe, dass nun aufgrund dieser Haftbefehle erwirkt werden können. Insbesondere die Leski scheint schwerstens belastet. Ich ersuche mich, auf dem Laufenden zu halten, damit unser Komitee sofort nach erfolgter Verhaftung einen Zeugenaufruf veröffentlichen kann. Herr Zeuge, haben Sie das etwa verstanden? Ich habe gefragt eben. Ja. Der Zeuge bittet um die Übersetzung. Ja. Darf ich vielleicht den Übersetzung? Ja, bitte schön. Nein, jetzt verstehe ich. Ich erinnere mich nur den Anfang. Właśnie wróciłem z podróży i śpieszę przesłać wyniki moich starań w Polsce. Niektóre zeznania przypuszczam, że tam będą dostateczne dane dla wydania rozkazu zaresztowania. Moim zdaniem Bielewski jest w bardzo silnym stopniu obciążony. Proszę o informowanie stałe naszego komitetu, żebyśmy po podaniu nam do wiadomości nakazu aresztowania mogli spowodować wezwanie dla zgłaszania się świadków.
Erinnern Sie sich jetzt, Herr Zeuge, dass Sie durch irgendjemanden vom Auschwitz-Komitee aufgesucht worden sind und dass dann über die Fragen, die hier niedergelegt sind, in dieser Vernehmung gesprochen worden ist? Może pan sobie teraz przypomnieć, czy pana ktoś odwiedzał nie, ja, w komitetu? Nikt mnie nie odwiedzał, tylko dostałem zapytanie, żebym nie mógł wypowiedzieć moich, zestawić mojej wypowiedzi na temat Wydziału Politycznego, czy coś w tym rodzaju. Niemand hat mich aufgesucht. Ich bekam nur eine Anforderung, ob ich nicht in der Lage bin, einen Bericht zu verfassen über meine Tätigkeit bei der politischen Abteilung. Und so eine Zusammenstellung habe ich verfasst, aber niemals niemand war bei mir. Nun, Herr Zeuge, damit möchte ich noch in diesem Zusammenhang, der letzte Satz lautet. W związku z tym chciałbym panu ostatnie zdanie przeczytać. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Nie mam żadnych więcej zapytań. Ja, der letzte Satz beiliegend übersende ich Ihnen, wie besprochen, die Fotokopien von den Zeugenaussagen Felix Mühlig und Erin Wadel, die diese seinerzeit im Krakauer Prozess gegen Grabner abgelegt haben. Herr Vorsitzender, die sind dabei. Ja, das weiß ich, ja. Ja. Da möchte ich doch mal eine Frage noch stellen an den Zeugen. Herr Panscherbe. Herr Zeuge, würden Sie sich noch mal... Der Zeuge möchte bitte eine Pause einlegen. Ja. Hat jetzt gehält. Was ist los? Ja, nun. Es sind zwei Fragen noch. Vielleicht ist dann die Sache fertig. Nun ja, also wenn der Zeuge aber erschöpft ist, er war schon drei Tage auf der Bahn, Herr Richtwald, wollen wir ihm die Pause gönnen und wollen sagen bis 4 Uhr, ja? Idzie dalej, później pismo, przesłuchanie i pierwsze zdanie. Ich verstehe. No und? Und dann wollen wir die nächste, die ist auch zur selben Zeit aufgenommen. No und? Platz 621. Ja, ich sehe. Ich heiße Johann Kokowski, geboren am Sohn zu Fieden. Und der letzte Satz lautet. No und? Ja, ich frage nun, wie erklären Sie es sich? Herr Zeuge, no, czym pan wytłumaczy, że te zdania jednakowo brzmią? Początek i koniec. Ostatecznie. Drei Vernehmungen, die erste Zeile und der letzte Satz gleich lautet. Ostatecznie w polskich sądach są również przyjęte pewne formy. Być może, że ja się informowałem w sądzie, jak należy zestawić takie zeznanie i to nam zostało powiedziane. Być może... Schließlich bei den polnischen Gerichten gibt es eine bestimmte Art, wie man solche Erklärungen abzugeben pflegt. Und wahrscheinlich habe ich mich informiert, wie das eben aufgesetzt sein muss und habe das erfahren. Klar. Herr Zeuge, wir könnten diese Angabe daraufhin, ob sie richtig ist, sofort nachprüfen. Herr Vorsitzender, ich beantrage hiermit den anwesenden Herrn Hermann Langbein sofort als Zeugen darüber zu vernehmen, dass diese Sätze, die letzten drei Sätze und überhaupt die ganze Anlage des Protokolls durch das Komitee aufgesetzt worden ist, dass also die Aussage des Zeugen insoweit nicht richtig ist, als er sagt, er selbst habe die gesamte Aussage selbst in Polnisch aufgesetzt. Und sie sei ihm dann in seinem Büro übertragen worden. Ich verweise, was die Übertragung anlangt, Herr Vorsitzender, auch noch auf Blatt. Darf ich das bitte übersetzen? Einen Augenblick mal, ich bin noch nicht fertig. Ja, die Dolmetscherin kann das ja nicht all behalten im Kopf. Ja, sonst hat sie es ja immer behalten, Herr Vorsitzender. Aber jetzt, das braucht im Augenblick nicht übersetzt zu werden, weil das keine Frage an den Zeugen ist. Ich beantrage das jetzt. Ich habe nur den Vorsitzenden gefragt. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, dass der Antrag dem Anwesenden, der zufällig in seiner Anwesenheit gestellt worden ist, dem Zeugen nicht übersetzt zu werden braucht.
Ich beantrage also, wie gesagt, den Zeugen, den anwesenden Herrn Hermann Langbein darüber zu vernehmen, dass der Entwurf für diese Vernehmungen durch das Komitee aufgesetzt worden ist, und zwar bezieht sich das auf die Aussage Mühlig, auf die Aussage Josef und Krokowski auf den Seiten 616 bis 622. Angenommen, bitte, und Bartel dann, das ist die dann folgende, dass also durch das Auschwitz-Komitee diese Niederschriften aufgesetzt worden sind, dass also sich dann daraus ergebe, dass der Zeuge, wenn er sagt, er habe diese Erklärung erst in Polnisch aufgesetzt, nicht richtig ist. Ich bitte diesen Beweis nach Möglichkeit, das hat natürlich das Gericht allein zu entscheiden, sofort zu erheben. Also, Frau Kapkaja, führten Sie vielleicht den Zeugen nochmal folgende Frage. Jako obrona stawiam wniosek o przesłuchanie obecnego w tej chwili na sali pana Langweina w charakterze świadka na to, że ostatnie trzy zdania, zarówno w oświadczeniu złożonym przez Mylika, jak też Józefa, Krokowskiego i Bartla, zredagowane zostało w Międzynarodowym Komitecie Oświęcimskim i z tego powodu twierdzenie świadka, że on zredagował to pismo z początku w języku polskim i to później zostało w jego biurze przetłumaczone na język niemiecki, nie odpowiada prawdzie. Wollen Sie den Zeugen bitte noch mal Folgendes fragen, damit wir da ganz klar sehen. Die Aussage von ihm, die ihm eben vorgehalten worden ist, ist durch das internationale Auschwitz-Komitee der Untersuchungsstelle übersandt worden. Pytanie idzie w tym kierunku, proszę świadka. Czy to pismo, które w tej chwili zostało panu pokazane, czy ono odesłane zostało do Komisji Badania Zbrodni Litewskich przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, czy przez pana? Und der Zeuge möge uns doch sagen, wie diese von ihm unterschriebene Aussage in die Hand des Internationalen Auschwitz-Komitees gelangt ist. I oprócz tego proszę nam powiedzieć, w jaki sposób pana oświadczenie, podpisane przez pana, które teraz zostało panu przedłożone, trafiło do rąk Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Ja dzisiaj, to trudno mi to dzisiaj powiedzieć, to już jest parę lat temu. Ja naprawdę, ja byłem przekonany, że ja to wszystko wysłałem przez Główną Komisję do Badania Zbrodni Niemieckich. Ja es ist mir wirklich jetzt schwer zu sagen, weil da so wieder ein paar Jahre vergangen sind. Ich war eigentlich überzeugt, dass ich das selbst an die Hauptkommission zur Untersuchung der hitleristischen Verbrechen abgeschickt habe. In Deutsch oder in Polnisch? Po niemiecku czy po polsku? Po niemiecku. In Deutsch? In Deutsch. Und dass ihm das nicht etwa nur zur Unterschrift zugeschickt worden ist. A nie, że to panu przysłano do podpisania. Nie. Tylko do podpisania, to jest wykluczone, ausgeschlossen. Nein, das ist ausgeschlossen. Da schließe ich aus. To są moje własne przeżycia. Das sind doch meine eigenen Erlebnisse. Lag bei der Aufforderung, Sie möchten sich äußern, ein Muster, möchte ich sagen, dabei, wie man so etwas aufschreibt. Czy proszę pana w piśmie, w którym było skierowane do pana prośba o zredagowanie takiego oświadczenia, czy w tym piśmie znajdował się też wzór, w jaki sposób ma to wyglądać? Wzór to raczej nie, tylko było powiedziane, żeby to było tak, żeby to było ważne dla sądu. Nein, so ein Muster, da würde ich nicht sagen, aber vielleicht stand da drin, dass es in solche Form sein abgefasst werden soll, dass es eine Gültigkeit für ein Gericht hat. Herr Rabe, wollten Sie noch was? Herr Zeuge, leider muss ich noch mal dieselbe Frage an Sie stellen, und zwar, ob es nicht doch vielleicht so war, dass Sie nur das polnische Original weggeschickt haben und dass Ihnen dann später noch mal eine Übersetzung vorgelegt worden ist, und zwar aus folgendem Grunde. Ich will Ihnen mal vorlesen, was aus dem Schreiben des Internationalen Auschwitz-Komitees
vom 10. März 1959, Blatt 613, Rückseite. Da ist Ihnen der erste Satz schon vorgehalten worden. Und zwar, ich lese ihn auch noch mal mit. Beiliegend übersende ich Ihnen, wie besprochen, die Fotokopien von den Zeugenaussagen von Felix Milik und Erwin Bartel, die diese seinerzeit im Krakauer Prozess gegen Grabner abgelegt haben. Zeugenaussagen dieser beiden Herren über Boger liegen bereits bei Ihnen, das heißt also hier bei der Staatsanwaltschaft bzw. in Ludwigsburg. Und dann geht es weiter. Neuerliche Zeugenaussagen über andere SSler der politischen Abteilung liegen diesem Brief bei. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Originale nach Übersetzung zurücksenden könnten und womöglich auch gleich eine deutsche Übersetzung. Und so weiter. Das war anderes wieder nicht von Bedeutung. Es könnte also doch auch so sein, dass die Übersetzung in Ludwigsburg angefertigt wurde, Herr Vorsitzender, und dann zurückgegangen ist. Das glaube ich nicht, denn wenn Sie weiter unten lesen, steht drin Beilagen, Doppelpunkt, Aussage Mülig Felix in polnischer Sprache, ja, Aussage eben. Bartel Erwin in polnischer Sprache. Dann geht es weiter. Barks und so weiter und dann Pakschula, Pajek und dann kommt nochmal Felix Mülig und Bartel und Josef und so weiter. Diese letzteren sind nicht in polnischer Sprache hingeschickt worden, sondern nur die beiden ersten. Ja, ich kann es aus dem Text oben hätte man annehmen müssen, dass gerade die neuerlichen Zeugenaussagen in polnisch sind und dann wird um Übersetzung gebeten und dann um Rücksendung des Originals und einer polnischen Übersetzung. Dann wäre doch wohl aber schwer zu erklären, wie die Unterschrift auf die Übersetzung kommt. Ja, zurückgesandt, das Original und eine Übersetzung zurückgesandt und dann die Übersetzung unterschrieben und wieder nach Deutschland gesandt. Aber der Zeuge hat gesagt, dass er den deutschen Text nicht, dass der eben nicht wieder zur Unterschrift zugeleitet wurde. Ja, und das habe ich ihn gerade gefragt, ob er unter Umständen sich da doch irrt. Wollen Sie es ihm vielleicht noch einmal vorhalten, sonst können wir vielleicht mehr. Kann ich das ein klein bisschen zusammenfassen, nicht das Ganze übersetzen? Proszę pana, czy istnieje możliwość, pyta się pana powód cywilny, że zostało to panu przedłożone, że pan złożył zeznanie w języku polskim, że to zostało przez jakieś inne, powiedzmy, biuro w Ludwigsburgu badania zbrodni przetłumaczone na niemiecki i później panu przysłane w języku niemieckim do podpisu? Raczej nie. W Ludwigsburgu to ja pierwszy raz słyszę w ogóle o Ludwigsburgu. Nie, nicht. Also von Ludwigsburg, da höre ich überhaupt zum ersten Mal. Also ich... Viel nachher warten. Ja, aber es... Dass das wieder von Auschwitz zugesendet bekommen hat, zur Unterschrift. Ja, also was ist gegen den Beweisantrag des Herrn Dr. Laternsa zu sagen, meines Erachtens? Ja, ist es am schnellsten erledigt, wenn der Herr Langbein vielleicht so liebenswürdig ist und kommt einmal herunter, damit wir ihn noch gleich fragen können. Ja. Nein, das hat nicht geladen. Nee. Spokojnie. Teraz panu nie wolno. Teraz panu nie wolno. Streflić. Teraz musi panu czekać.